Hallo Wolfgang, freut mich sehr, dass du wieder hier im Interview bist mit mir. Freut mich auch. Grüß dich, Sandra. Wir haben heute ein Thema vor, das ich selber sehr spannend finde. Ich gebe mal eine kurze Einladung, worum es heute geht. Und danach wäre es gut, wenn du dich noch vorstellst. Also erstmal zum Thema, wir reden heute zusammen über das autoritäre Erziehungsleitbild, das die herrschende Rechtsprechung in Deutschland hat, vor allem der Bundesgerichtshof, womit gegen das Wechselmodell vorgegangen wird. Das Interview mit dir zielt darauf ab, deine Einschätzungen und Meinungen zu den BGH-Beschlüssen zum Wechselmodell vom 1.2.2017 und 27.11.2019 zu bekommen und deren Auswirkungen auf Eltern-Kind-Beziehungen zu erörtern. Wir schauen uns die dann im Detail an, die Texte. Ja, das wird vielleicht ein bisschen langweilig für den einen oder anderen Zuschauer, aber es lohnt sich, bleibt dran, weil aus den Texten geht eigentlich alles hervor, was wir heute besprechen werden. Und die Fragen, die ich an dich stelle, und um das Ganze zu erörtern, werden sich auf das dahinterliegende autoritäre Erziehungsbild, die Bedeutung von Kommunikation und Kooperation zwischen den Eltern sowie die vom Gericht erzwungene Dominanz eines Elternteils über den anderen und die möglichen gesellschaftlichen und kulturellen Auswirkungen der Entscheidungen des BGH konzentrieren. In unserem Videointerview beginnen wir mit einer Reihe von Fragen, die ich dir stelle, die auf die Beschlüsse des BGH zum Wechselmodell abzielen. Und wir zeigen die Auszüge aus den Beschlüssen. Wie gesagt, bleibt dran, ja, schau, macht es mit uns durch, dann versteht ihr, was da passiert in Deutschland. Und ich werde dir dann anschließend natürlich Fragen stellen zu diesen Inhalten. Dann können wir auch zwischendurch in den offenen Dialog gehen. Und wir haben auch noch unsere Community gefragt, was die dich fragen würde zu dem Thema. Ja, da haben wir auf Twitter, Facebook, auch privat über Messenger, E-Mails haben wir da Anregungen bekommen. Die würde ich dann ganz am Schluss bringen oder zwischendurch, wenn es auch mal passt. Und wenn das so für dich okay ist, Wolfgang, dann leg doch los und erzähl du erstmal über dich, wer bist du? Ja, wobei die Frage, wer bist du, für einen Psychotherapeuten wahrscheinlich schon eine längere Antwort verlangt. Aber es geht eigentlich nur darum, was arbeitest du, was machst du? Ja, also bevor ich anfange, tauche ich erstmal ab. So, nun bin ich wieder da. Ich bin Arzt für psychotherapeutische Medizin, bin jetzt in Rente und habe im Grunde genommen über viele Jahre daran gearbeitet, was machen Konflikte innerhalb und außerhalb von mir, mit mir und zu welchen Krankheiten führen sie. Ne? Also ich bin so ein so ganz normaler Arzt, der überlegt, welche Konflikte im Außen führen zu bestimmten Krankheiten, wie Asthma bronchiale, Colitis ulcerosa, Magenschmerzen, Schlafstörungen, andere Krankheiten, neurologische Krankheiten. Das ist also das, wo ich viel gearbeitet habe, und dann mache ich mir natürlich Gedanken, welche Auswirkungen hat es dann, wenn die ganze Gesellschaft so ist, dass es zu ein, also nein, wenn Teile der Gesellschaft so sind, kleine Teile, die zu Asthma führen und ich solche Teile auch in der Gesellschaft führe, wie muss eine Gesellschaft aussehen oder wie kann sie aussehen, dass sie Gesundheit und nicht Krankheit produziert? Das war so meine Einführung. Okay, und du bist promovierter Mediziner, Ja, das ist Psychotherapeut, richtig. Das bin ich auch, promovierter Mediziner. Kinderpsychotherapeut. Genau, Gruppentherapeut. Ich bilde PIAs, also nein, bilde also ich helfe PIAs bei der Ausbildung in dem Beruf PIAs, den Psychologen in Ausbildung, die auf dem Weg sind, nachdem sie ein Studium abgeschlossen haben, den psychotherapeutischen Bereich des Studiums zu praktizieren. Super, danke, Wolfgang. Dann lass uns doch gleich mal in den Beschluss des Bundesgerichtshofs vom 1.2.2017 einsteigen. Ich werde mal
meinen Bildschirm teilen mit dir. Dann schauen wir uns den Text an. Wenn ich so nach links und rechts schaue, das ist, weil ich da meine Bildschirme habe, wo das dann drauf ist. Genau Nein. das Gleiche habe ich auch. Also ich schaue in den Computer, in die Kamera, aber gleichzeitig in den größeren Bildschirm. Und der ist netter, deshalb kann man den Eindruck haben, ich schaue die Leute nicht an. Aber mach mal. Okay, also hier ist der Beschluss des Bundesgerichtshofs vom 1. Februar 2017. Und wie gesagt, bleibt dran, geht mit uns da durch. Und ich glaube, es wird sozusagen eine Offenbarung für euch werden, ja, hoffe ich zumindest. Also, hier der Leitsatz dieses Beschlusses. Die auf ein paritätisches Wechselmodell gerichtete Umgangsregelung. Also paritätisch heißt 50-50. Beide Eltern haben den gleichen Anteil. Setzt eine bestehende Kommunikations- und Kooperationsfähigkeit der Eltern voraus. Dann wird ja auf einen Senatsbeschluss referenziert, den schauen wir uns auch noch an. Dem Kindeswohl entspricht es daher nicht, ein Wechselmodell zu dem Zweck anzuordnen, eine Kommunikations- und Kooperationsfähigkeit erst herbeizuführen. Meine Frage an dich schon mal hier bei diesem Leitsatz: Wie bewertest du diesen Beschluss und diese Anforderung an die Kooperations- und Kommunikationsfähigkeit der Eltern? Ja, also mir fällt dazu ein, nicht eine, wenn man ein Kind kriegt, dann besteht im Grunde genommen eine Kommunikations- und auch eine Kooperationsfähigkeit. Es sei denn, die Frau ist, sagen wir, ohne dass sie es wollte, also ist vergewaltigt worden, dann würde ich das anders sehen. Aber zunächst mal gehen wir mal von normalen Familien aus, dann besteht eine Kommunikations- und Kooperationsfähigkeit, die dazu geführt hat, dass es zu einem Kind kommt. Also die ist immer vorhanden. Jetzt kann man natürlich hingehen und sagen, diese Fähigkeit hat Grenzen. Ja, also in bestimmten Situationen funktioniert sie nicht mehr, weil die Eltern, gehen wir mal von beiden aus, paritätisch nicht in der Lage sind. Und dann ist die Aussage, ich muss eine Kommunikations- und Kooperationsfähigkeit erst herbeiführen, die finde ich zu früh. Ja, also es ist ja eine da und aus meiner Sicht geht es darum, mehr eine bestehende effektiver zu machen. Also das wäre so mein Ansatz. Okay, dann lass uns mal hier in den Senatsbeschluss schauen vom 15. Juni 2016, weil da würde ich jetzt davon ausgehen, da wird er ja jetzt dann handfest argumentiert, warum dieses Erfordernis zur Kommunikation und Kooperationsfähigkeit besteht. Und da steht hier drin, die gemeinsame elterliche Sorge ist daher nicht anzuordnen, wenn eine schwerwiegende und nachhaltige Störung auf der Kommunikationsebene der Eltern vorliegt, die befürchten lässt, dass den Eltern eine gemeinsame Entscheidungsfindung nicht möglich sein wird und das Kind folglich erheblich belastet würde, würde man die Eltern zwingen, die Sorge gemeinsam zu tragen. Was sagst du denn dazu? Oh Mann, was sage ich dazu? Also zunächst mal gibt es ja in vielen Familien sowas wie eine Hierarchie, wer entscheidet, wie entschieden wird, ja. Und auch in Familien, die nicht entschieden werden, sind die nicht immer bereit. Also da sagt manchmal die Mama, ich mache das und der Papa passt sich einfach an, weil er sich für die Kindererziehung überhaupt nicht interessiert oder umgekehrt. Und von daher finde ich das so schwierig in der Formulierung, weil wenn die Eltern nicht sich einigen können im Erziehungsstil, ist das immer für ein Problem für das Kind. Okay, egal ob die Eltern getrennt sind oder Egal, ob die zusammenleben. Eltern getrennt sind oder nicht, durch die Trennung wird das natürlich manifester, die Spannung. Ja, also wenn du mir gestattest, dass ich jetzt so mal ins Politische reingehe, dann hatten wir das im Grunde genommen im Sinne des Kalten Krieges. Da gab es
so eine Trennung zwischen Ostblock und Westblock. Die waren verfeindet, aber trotzdem gab es immer eine Kommunikation zwischen beiden, zum Beispiel zwischen den Chefs, also zwischen den Regierungschefs. Sowas wie ein rotes Telefon, wo man sofort bei Konflikten gefragt hat, hey, wie meinst du das eigentlich? Ist das so gemeint oder ist da was schiefgelaufen? Also auch da gab es im Grunde genommen immer eine Kommunikation, um den Frieden aufrechtzuerhalten. Ja, also auch in dem höheren Bereich, sagen wir ein, zwei, drei Dimensionen höher, war es im Grunde genommen so, dass die Spaltung zwischen beiden, zwischen Ost und West nie so war, dass es nicht auch gemeinsame Gespräche gab, die Frieden oder Harmonie stifteten oder Konflikte klärten. Und warum ist es ein Problem für das Kind, wenn die Eltern sich uneins sind? Also egal, ob sie jetzt getrennt sind oder nicht. Weil das Kind zunächst mal emotional am Anfang auf die Mutter konzentriert ist. Also das Kind wächst in der Mutter groß, wird in der Mutter groß und gewöhnt sich dann an die Mutter, an die Art und Weise, wie das Vegetativum ist. Das Vegetativum ist so verbunden im Grunde genommen auch mit den Gedanken. Ja? Und der Vater ist dann zunächst mal eher etwas Fremdes. Und dieses Fremde muss integriert werden in das Gefühl. Und dann sollte das nicht so sein, dass die beiden zu weit auseinander sind, denn wenn die beiden zu weit auseinander sind, ist die Spannung zu hoch, was das Kind integrieren muss. Wenn die näher zusammen ist, ist es einfach leichter. Okay, und dieses Problem hängt aber vom Alter des Kindes ab, der Entwicklungsphase des Kindes und der Umgang, sag mal, dem toleranten Umgang der Eltern untereinander. Genau, das ist altersabhängig auch, ja. Also je okay. kleiner die Kinder sind, umso näher beisammen sollten die Eltern sein. Und wenn die dann mal älter sind, dann kann man auch größere Spannungen aushalten, ne? Also das Gehirn reift auch in dieser Hinsicht. Okay, gut, dann lass uns mal weiter im Text machen. Was ich hier ein bisschen seltsam finde, jetzt werden hier lauter Gerichtsentscheidungen genannt. In die können wir jetzt nicht alle reinschauen, aber ich hätte jetzt gedacht, da kommt jetzt irgendwie eine fundamental wissenschaftliche Erkenntnis, die in der Psychologie gefestigt ist, aber sowas ist hier nicht. Ja, im Grunde referenziert der BGH als Justiz wieder hier einfach nur die Justiz. Lassen wir mal offen, was da in dieser Blackbox, ja, in diesen Entscheidungen drinsteht. Vielleicht sind die ja auch veröffentlicht. Beim RZ, ja, also es ist keine Blackbox im Sinne, dass die Information unbekannt ist, sondern das sind hier Zeitschriften, denen das veröffentlicht wurde. Dann weiter mit der Begründung. Maßgeblich ist, welche Auswirkungen die mangelnde Einigungsfähigkeit der Eltern bei einer Gesamtbeurteilung der Verhältnisse auf die Entwicklung und das Wohl des Kindes haben wird. Nochmal ein Senatsbeschluss, den habe ich jetzt hier nicht herausgesucht. Die Gefahr einer erheblichen Belastung des Kindes kann sich im Einzelfall auch aus der Nachhaltigkeit und der Schwere des Elternkonflikts ergeben. Geht es so in die Richtung von dem, was du jetzt gerade gesagt hast, was so die Konflikte mit den Eltern angeht, die ein Kind, das noch zu jung ist, integrieren müsste? Genau, das kann im Grunde genommen, also es steht ja hin, es kann, ne? Das ist richtig. Im Einzelfall können die Spannungen so sein. Also wie kann man sich das denn bildlich vorstellen? Bildlich, ein kleines Kind lebt im Gewitter, also na so, und es hat permanent Angst und dann verkriecht es sich halt, weil ihm das Gewitter niemand erklärt oder weil zwischen den Eltern immer so eine Gewitterspannung ist. Und das wirkt sich natürlich aus. Also im Sinne einer möglichen dauerhaften Traumatisierung. Ne? Also Traumatisierung kann man so zusammenfassen mit situativ, es passiert was Schlimmes, aber auch wenn chronisch etwas stattfindet, dass also immer Spannung ist, dann wirkt sich das aus auf die Psyche und prägt die Psyche des Kindes. Aber nicht nur die Psyche, sondern auch das Vegetativum, also dann die Infektanfälligkeit und solche Sachen. Okay. Dann machen wir weiter im Text, also dieser referenzierte Senatsbeschluss, wir sind immer noch da drin. Eine vollständige Kommunikationsverweigerung der Eltern muss allerdings nicht gegeben sein. Die Kommunikation der Eltern ist bereits dann schwer und nachhaltig gestört,
wenn sie zwar miteinander in Kontakt treten, hierbei aber regelmäßig nicht in der Lage sind, sich in der gebotenen Weise, ja, das ist hier nicht definiert, ich habe auch das in dem gesamten Beschluss nicht gefunden, sachlich, ja, was ist sachlich, ist auch nicht definiert, über die Belange des Kindes auszutauschen und auf diesem Wege zu einer gemeinsamen Entscheidung zu gelangen. Dann ist zu prüfen, ob hierdurch eine erhebliche Belastung des Kindes zu befürchten ist. Hast du da noch eine Einschätzung dazu? Naja, also dass die das prüfen, finde ich in Ordnung. Also prüfen ist ja in mancher Hinsicht wichtig. Aber so die Aussage ist, sich sachlich zu unterhalten, ist manchmal ein Problem, weil die Eltern häufig emotionale Probleme haben. Und diese emotionalen Probleme zu einer nicht sachlichen Lösung finden. Also weil ich ein emotionales Problem habe, finde ich auf der Sachebene keine Lösung. Und da müsste man eher hingehen und sagen, wie finde ich emotionale Lösung, damit sich die Eltern wieder verstehen. Ja, aber so grundsätzlich kann ich an dem, was die sagen, nichts aussetzen. Es ist in der Tat zu prüfen, ob hierdurch eine erhebliche Belastung des Kindes zu befürchten ist. Aber mir wäre wichtig, ob man nicht, also dieses Befürchten ist ja, es liegt in der Zukunft, es kann sein. Ich würde hier hingehen und sagen, inzwischen ist man ja in der Kommunikationsforschung so ein bisschen weiter, dass man dann auch mehr sagen kann, das ist eine Belastung, eine erhebliche. In welchem Sinne kann man das sagen? Also man hat naja, mehr Anhaltspunkte, mehr Methoden, Kriterien, da eine Aussage zu treffen? Ja, du kannst so die Interaktion zwischen den Eltern zum Beispiel prüfen. Was findest du an Gefühlen? Findest du viel Verachtung? Findest du viel Abwertung und solche Dinge? Das Ja, und finde ich darunter. interessanten. Ja, red weiter. Und da kannst du zum Beispiel so qualifiziertere Aussagen machen. Und hier ist das alles, das will ich mal sagen, juristisch zusammengefasst, das finde ich in Ordnung. Aber so die damalige Forschung, die du gemacht hast, die war noch nicht so weit. Ich weiß gar nicht, von wann das ist. Aber gewöhnlich achten die Juristen ja mehr auf andere Dinge als die Mediziner oder die Kommunikationsforscher. Ne? Ich finde einen interessanten Aspekt mit der Sachlichkeit, dass du sagst, die Probleme, die die Eltern untereinander haben, die sich getrennt haben, sind ja dann eher emotionaler Natur. Das heißt, emotionaler der, Natur. Ja, der BGH will hier etwas von zwei erwachsenen Personen. Er verlangt Sachlichkeit, wo ja aber Emotionalität drin ist. Und dann sagst du als jemand, der therapeutisch sich das Ganze anschaut, naja, das müsste das Gericht ja auch mit in seine Prüfung reinnehmen und dann auch lösungsorientiert vorgehen. Das wäre meine Vorstellung, ja. Okay, und das fehlt ja hier komplett, wenn ich dich richtig verstehe. Genau. Okay. Also ich weiß nicht, mach da erstmal weiter. Ich wollte nur sagen, mal so darauf hinweisen, wie dieses Gesetz auch entstanden ist. Das ist ja ganz spannend. Willst du es jetzt machen oder nachher? Das kann man machen. Also die Situation war ja, als die Amerikaner kamen, ja, dann haben die ja nicht nur die Amerikaner, sondern im Grunde genommen Franzosen, Engländer und Russen, die haben ja so Re-Education-Programme gemacht. Also die wollten Re-Education, sozusagen, ja. Ja, die wollten sozusagen die Erwachsenen Umerziehung. Umerziehen. Das ist ja in Amerika, also zumindest in den amerikanischen Teil hier in Süddeutschland, ist es ja nicht gelungen. Kannst du das näher ausführen? Ja, ich kann das ein bisschen näher ausführen. Also die Situation war, wenn man mal davor geht, ja, und da verweise ich jetzt auf einen Film, den ich selbst nicht gesehen habe, sondern hat meine Frau gesehen, die hat mir das ein bisschen erzählt, der heißt Kinderland ist abgebrannt, der wurde prämiert. Und dann hat man aus dem Bereich Neu-Ulm Frauen interpretiert, die im Neu-Ulm vor dem Krieg, also so vor Hitler in der Zeit groß geworden sind. Einige von ihnen beschreiben das als eine schlimme Zeit, aber ein Großteil der Zeit war als Mädchen begeistert über das, was die damaligen, also was die NSDAP dann so organisiert hat, zum Beispiel an Mädchenbunden und so, ne? Also Mädchengruppen.
Und da waren die sehr begeistert, weil da eine ganze Menge gelaufen ist. Und die haben dann im Grunde genommen ungeheuer gute Erinnerungen dran. Und diese Frauen, die da so eine gute Erinnerung dran hatten, also die leben heute so verstreut in Amerika so ganz sehr, und die waren auch diejenigen, die im Grunde genommen so diese ganze Kriegswirtschaft aufrechterhalten haben. Also die Männer waren ja weg, und dann mussten die Frauen aufopferungsvoll, jetzt mal für Hitler, fürs Vaterland, sind die hingegangen und haben die ganze Wirtschaft im Grunde genommen aufrechterhalten und auch die Kriegswirtschaft. Also die haben sich sozusagen verausgabt für diese Kriegs, für ihre Männer. Und spannend war auch, warum, nee, also haben sie so verausgabt, und wie heißt diese Re-Education Officer, die hieß Jella Lepman oder Lepman, die hat so gemerkt, dass sie bei diesen Frauen mit dem Programm überhaupt nicht ankommt. Die kann man nicht umerziehen. Und deshalb ging sie hin und hat gesagt, dann müssen wir es mit den Kindern machen. Also wir müssen die Kinder umerziehen. Dann hat die versucht, an Verlage ranzukommen, die vernünftige Kinderbuch schreiben, also im neuen Stil, so amerikanisch-demokratisch. Da haben die gemerkt, die ganzen Verlage, die Kinderbuch schreiben, sind eigentlich so nationalsozialistisch infiltriert, und es gab keine Bücher in diesem Hinsinn. Also hat die eine Aufforderung oder hat an so Regierungen in der Welt geschrieben, ob die nicht für die Deutschen Bücher hätten, die so ein bisschen was Demokratisches haben. Also das war die Situation, wo sozusagen nach dem Krieg, also auch eine Realität, wo man so die Schaffer des Grundgesetzes hingehen und sagen, auf die Männer konnten wir uns nicht verlassen, die sind alle weg, also sind die Frauen wichtig. Ja, weil die Frauen im Grunde genommen die Gesellschaft aufrechterhalten. Und ich vermute, das ist ein Grund, warum auch heute noch aufgrund dieses Gesetzes die Frauen so eine ungeheure Rolle spielen und die wichtiger sind als die Männer. Mit Gesetz meinst du Also diese diese, Familiengesetze, ne? ja, so die Rechtsprechung meinst du, weil es gibt ja eigentlich Die kein Gesetz Rechtsprechung, zum Wechselmodell, das genau. ist halt die herrschende Rechtsprechung, Genau, es ist also die, diese also Logik dahinter. genau, die Logik dahinter, ja. Und das ist mit so ein Grund, warum Frauen so wichtig sind und warum die Generation von Richtern, also ich weiß ja nicht, wenn die so alt sind wie ich bin ja so die erste Generation nach dem Krieg, dass die im Grunde genommen von diesem Modell noch immer beeinflusst werden, emotional. Also von Müttern, die das ganz toll fanden, diesen Genau. Mädchenbund, Mütterbund Genau. und diese Begeisterung, wie auch immer ihren Söhnen vermittelt haben oder Töchtern, die heute beim Bundesgerichtshof Entscheidungen über das Wechselmodell treffen. Genau. Okay, da gehen wir nachher noch, finde ich, einen sehr, sehr guten Aspekt. Lass uns da nachher noch tiefer einsteigen. Jetzt haben wir ein bisschen historischen, Ja. soziopsychologischen Hintergrund sozusagen. Okay, gehen wir zurück jetzt in diese Entscheidung vom 1. Februar 2017, was ja die erste höchstrichterliche Entscheidung zum Wechselmodell war. Da geht es weiter. Ähnlich wie bei der gemeinsamen Sorge als paritätischer Wahrnehmung des Elternrechts, das ist dieser Beschluss, wo wir gerade reingegangen sind, setzt die Kindeswohldienlichkeit des paritätischen Wechselmodells als hälftig geteilter Ausübung der gemeinsamen Sorge auch die Kooperations- und Kommunikationsfähigkeit der Eltern voraus. Das ist ja interessant, dass die Eltern schon kommunizieren und kooperieren können müssen, um überhaupt in den Genuss des Wechselmodells zu kommen. Was sagst du dazu? Was hast du ja eigentlich schon gesagt, weil du gesagt hast, es ist dir zu früh. Ja, es ist eine Meinung, ja, und ich kann diese Meinung vertreten. Ich bin anderer Meinung. Ich denke, dass man den Eltern helfen sollte, sagen wir, die emotionalen Spannungen zu überbrücken. Und das wäre im Grunde genommen ein anderes Modell, wie ich Probleme löse. Okay, dann geht es weiter hier. Zwischen den Eltern ergibt sich bei der praktischen Verwirklichung der geteilten Betreuung erhöhter Abstimmungs- und Kooperationsbedarf, was geeignete äußere Rahmenbedingungen
So etwa eine gewisse Nähe der elterlichen Haushalte. Ich glaube, da sind wir uns einig. Ja, es bringt nichts, die schulpflichtigen Kinder jeden Morgen im Flugzeug von Berlin nach München zu fliegen und zurück. Da sind wir uns einig, ja. Und die Erreichbarkeit von Schulen und Betreuungseinrichtungen, genau dieses Argument. Aber auch eine entsprechende Kooperations- und Kommunikationsfähigkeit der Eltern. Also da wären wir wieder an dem Punkt. Das wird ja im Grunde wie ein Mantra wiederholt. Dementsprechend sollten beide Eltern hinreichende Erziehungskompetenzen aufweisen und erkannt haben, dass eine kontinuierliche und verlässliche Kindererziehung der elterlichen Kooperation und eines Grundkonsenses in wesentlichen Erziehungsfragen bedarf. Also hier meine Frage, dieser, wie steht es hier, erhöhter Abstimmungs- und Kooperationsbedarf. Also das würde ich jetzt mal total in Frage stellen, weil ich erlebe es ja bei mir, meine Ex-Frau und ich, wir stimmen uns überhaupt nicht ab, kooperieren überhaupt nicht. Und trotzdem ist die älteste Tochter, die bei mir lebt, immer wieder bei der Mutter, sofern es die Mutter erlaubt, ja, das liegt nicht an mir. Aber wir müssen uns da gar nicht abstimmen und kooperieren. Und alles andere, Schule, Hobby und solche Sachen, da gibt es überhaupt keinen Abstimmungsbedarf. Ja. Die Sachen laufen einfach. Also ich wüsste nicht, warum nach der Trennung der Eltern ein erhöhter Abstimmungs- und Kooperationsbedarf da ist. Warum er da ist, weiß ich auch nicht, aber das ist ja mehr eine Forderung. Eine Forderung, und warum stellt man eine Forderung? Vielleicht, um ein Modell zu unterdrücken. Okay, gut, lassen wir es mal verstehen. Ja. Worauf ich noch hinweisen wollte, hier wird eine wissenschaftliche Schrift, ja, was immer das ist, von einer Frau Walper angeführt. Und ich glaube, weiter oben müssten wir noch von einem Herrn Hammer irgendwas haben. Ja. Das kommt im Beschluss drin vom 1.2.2017. Also ich sage mal, das sind so die Psychologen, Sozialpädagogen, die da referenziert werden, ohne da jetzt näher drauf einzugehen. Okay, dann sind wir jetzt mal mit dem BGH-Beschluss vom 1.2.2017 durch, der erste Wechselmodellbeschluss hat, ist, den ja der Klaus Fiegel, der bei Freifam ist, erwirkt hat. Und das Gute an dem Beschluss war ja, dass der BGH gesagt hat, ganz klar, natürlich kann das Wechselmodell auch gegen den Willen der Mutter angeordnet werden. Das war der Durchbruch, aber dann kam eben diese Kooperations- und Kommunikationsfähigkeit ja als Kriterium rein, was übrigens in keinem Gesetz drinsteht. Ja. Das ist etwas, was der Bundesgerichtshof, der hat im Grunde sich hier Wissenschaftler handverlesen ausgesucht, begründet seine Entscheidung auch mit diesen, indem er sich hier ja mit der Frau Walper zum Beispiel bemüht. Aber es gibt kein Gesetz zu dem, was der BGH hier entscheidet. Es gibt kein Gesetz, das sagt, es muss eine Kooperations- und Kooperationsbereitschaft da sein. Das ist rein durch die höchstrichterliche Rechtsprechung entwickelt worden. Also das merke ich mal an für die Diskussion dann später. Okay, dann haben wir uns jetzt den Wechselmodellbeschluss angeschaut vom 1.2.2017. Gehen wir in den zweiten Beschluss des BGH zum Wechselmodell rein, der zweieinhalb Jahre später kam, am 27.11.2019. Und da steht Folgendes drin. Die Anordnung eines Wechselmodells kann entgegenstehen, dass der dieses begehrende Elternteil es an der notwendigen Loyalität gegenüber dem anderen Elternteil fehlen lässt. Ein gegenläufiger Wille des Kindes ist nicht ausschlaggebend, wenn dieser maßgeblich vom das Wechselmodell anstrebenden Elternteil beeinflusst ist. Also das ist jetzt wieder alles sehr juristisch, aber im Grunde steht hier doch drin, dass wenn du nicht loyal bist zum anderen Elternteil, dann geht das Wechselmodell nicht. Was hältst du denn davon? Also ich finde es eine Zumutung. Also man muss sich das mal vorstellen. Ja? Also da streiten sich zwei Elternteile. Der Streit ist so, dass der eine Elternteil sagt, das halte ich gar nicht aus.
Und dann geht man hin, aber man hat überhaupt kein Problem, das sensiblere Kind dem Elternteil also zuzuordnen, der so, sagen wir, in den Emotionen so intensiv ist, dass der andere Elternteil weggeht. Also du meinst eine Situation, wo die Eltern sich trennen und ein Elternteil das Kind quasi genau, für also sich die hält, der andere aber sagt... Die Eltern trennen sich ja gewöhnlich, weil sie Streit haben. Und die Argumentation, wenn man Streit hat, ist, ich halte es bei dem anderen nicht mehr aus, es ist schlimm. So, das ist okay. Dann lässt man aber das Kind bei dem Elternteil häufig, der schlimmer ist, weil es der andere nicht aushält. Okay, du meinst, die Gerichte lassen das Kind dann bei dem, der Die Gerichte schlimmer lassen ist. es. Also bleiben wir bei deinem Fall, ja. Ihr streitet euch, du mit deiner Ex, dann sagst du, ich halte das nicht aus, oder deine Frau sagt, ich halte es nicht aus, ich gehe weg, aber ich will die Kinder behalten. Jetzt muss man natürlich überprüfen, wer hält denn wirklich was nicht aus? Bist du, sagen wir, unerträglich, oder ist die Frau unerträglich, oder sind beide unerträglich? Kann man sagen, oder so, ja. Und dann geht man hin und sagt, also das Kind bleibt bei einem, aber der auch unerträglich ist. Also dann kann man überhaupt keinen als, sagen wir, so mitfühlende Mutter oder mitfühlender Vater kann nicht hingehen und sagen, also das Kind braucht auch mal eine Ruhe, deshalb muss es zu mir kommen. Und das wird im Grunde genommen da unterbunden. Und das halte ich für falsch. Okay. Das ist ein interessanter Aspekt. Machen wir mal weiter. Bei bestehender hoher elterlicher Konfliktbelastung, das ist das Streiten, ja, das Unerträgliche, denke ich, wird das Wechselmodell dagegen in der Regel nicht dem Kindeswohl entsprechen. Denn das Kind wird dann durch vermehrte oder ausgedehnte Kontakte auch mit dem anderen Elternteil verstärkt mit dem elterlichen Streit konfrontiert und gerät durch den von den Eltern oftmals ausgeübten Koalitionsdruck in Loyalitätskonflikte. Was sagst du denn dazu? Naja, auch wenn die Eltern, getrennt sind voneinander, dass du also das Wechselmodell nicht praktizieren kannst, ist das Kind immer dem Konflikt ausgesetzt. Also da kenne ich so Mütter, die ihre, sagen wir, den Kindsvater überhaupt nicht leiden konnten. Und wenn das Kind dem weil der auch ein bisschen besser betucht war, dem Kind ein Geschenk gemacht hat und das mit nach Hause gebracht hat, ging die Mutter hin und sagte, das darf nicht sein, das darfst du nicht haben. Also die Kinder kommen aus dem Konflikt nicht raus. Ja, also auch okay, wenn ich das mich heißt, trenne. also die Lösung, die der BGH in Anführungsstrichen Das ist Lösung keine hat, Lösung. Ja, wenn er sagt, genau, die Eltern streiten, deshalb können wir das Kind nicht zu beiden Eltern geben, weil das Kind dann ständig sich überlegen muss, zu wem es halten muss. Dass man das Kind nur oder hauptsächlich zu einem Elternteil gibt, ist keine Lösung, sagst du, weil dann vielleicht dieser Streit der Eltern nicht mehr für das Kind sichtbar ist, aber unterschwellig läuft er trotzdem weiter. Genau. Also bleiben wir mal bei dir und deiner Familie. Ja, also da bist du ja derjenige, der hingeht und sagt, meine Tochter, die bei mir lebt, die darf zur Mutter. Und so, insofern macht sie Muttererfahrung, die sie mit dir kommunizieren kann. Du kannst ihr dabei helfen. Und soweit ich dich kenne, tust du das ja auch. Wenn die Mutter aber hingeht und sagt, ihr dürft nicht zum Vater gehen, weil der Vater böse ist, ist der Konflikt ständig in der Familie. Der wird nicht gelöst. Und das ist eine Illusion, was die da schreiben, dass dann das Kind mehr in Ruhe ist. Ja, es ist mit einer Mutter, mit der du es nicht ausgehalten hast, gehen wir mal davon aus, hypothetisch, alleine und muss es aushalten und hat die kriegt nicht die Unterstützung vom Vater, wie man so eine Frau aushält. Das gilt natürlich umgekehrt möglicherweise auch beim Mann. Ja? Deshalb ist das Wechselmodell, weil die Kommunikation zunächst mal besser ist, vom Trend her gesünder. Ja, also ich erlebe es ja selber. Dieser angebliche Loyalitätskonflikt,
Da verpufft ja in dem Moment, wo du als Elternteil sagst, ja, ich weiß, deine Mama, die hat da manchmal eine Art und Weise, die nicht gut ist, ja. Kann es sein, dass die versucht, dich für sich zu benutzen, zu vereinnahmen, dich zu manipulieren, ja. Aber wenn du es weißt, kann sie dir ja nichts antun. Und sowas befreit dann ein Kind, ja. Dann weiß das Kind, okay, ich kann dahin. Ich habe den Papa quasi als Rückendeckung. Die Mama kann mich nicht beeinflussen, weil ich ja genauso oft auch beim Papa bin. Und dann verpufft dieser ganze Koalitionsdruck. Genau. Okay, aber machen wir noch weiter hier. Ne? Das ist nicht berücksichtigt, ja. Also letzter Teil noch hier, dann sind wir erstmal durch mit den BGH-Beschlüssen. Erzieherische Defizite des Kindesvaters betreffen vor allem auch die Vermittlung von Regeln und Grenzen. Zudem lässt er es an der notwendigen Loyalität zur Kindsmutter, da sind wir wieder, ja, als dem anderen Elternteil fehlen. Es wirkt sich nachteilig auf die Kinder aus, wenn sie von einem Elternteil bewusst oder unbewusst unter Koalitionsdruck gesetzt und sie dadurch in Loyalitätskonflikte gebracht werden. Siehst du da noch irgendwas Neues? Nee. Also im Grunde genommen sagt man in dem Fall, der Papa ist der Böse und er hat sich der Mutter anzupassen. Aber also das ist so etwas, was ich weiß. Also es gibt nicht nur eine gute Mutter, ne? Es gibt auch eine Mutter, die ganz schön pathologisch ist und auch eine, die ein Kind vernichten will. Und das muss man prüfen. Also wie ist denn die Beziehung zur Mutter? Und ich denke jetzt aus der Geschichte heraus, die ich so erzählt habe, da hat man die Erfahrung gemacht, die Frau ist zuverlässig und deshalb braucht die Kinder, während die Männer nicht zuverlässig sind. Die werden gehen in den Krieg, die gehorchen auch in irgendeiner Weise und dann sind sie nicht mehr da und dann muss die Frau die ganze Erziehungstätigkeit allein halten und das System Staat aufrechterhalten. Und das ist so die Okay. Erfahrung aufgrund, also aus meiner Sicht, ne, das ist die Erfahrung aufgrund dessen, die Gesetze so sind, wie sie sind. Gib mir Gesetze, meinst du die Rechtsprechung? Meine ich die Rechtsprechung, ja. Was, also in dem Zusammenhang auch die Frage, was steckt denn da für ein Erziehungsbild hinter diesen Beschlüssen des BGH? Was siehst du da? Ich habe mich mal so ein bisschen, also ich bin ja kein Jurist, ne? Ich habe mich mal ein bisschen schlau gemacht im staatsbürgerlichen Taschenbuch. Und da habe ich mal ein bisschen nachgelesen. Und im Grunde genommen ist das Familiengericht, da geht es einfach um Ordnung. Also die machen sich gar nicht so viel Gedanken, wie das so sein muss und mit Gefühlen und so, sondern die wollen einfach eine Ordnung. Und die Ordnung ist im Zweifelsfall, wenn es nicht anders geht, also das Kind zur Mutter. Und was Und ich heißt. von einem ehemaligen Bürgermeister weiß, der nicht wieder gewählt wurde und der hat es so erzählt, Herr Ganz, wissen Sie, warum ich nicht gewählt wurde? Und dann sage ich, das finde ich spannend, erzählen Sie mal. Er sagte, ich habe mich zu wenig um Kindergärten gekümmert. Ja, also es ist wichtig, sich um die Frauen, um die Kindergärten zu kümmern, wenn die zufrieden sind, ihre Kinder abgeben können, die Kindergärten funktionieren, dann sagen die den Männern, wählen mal den, der ist gut, weil der tut was für uns. Also Frauen sind offensichtlich irgendwie wichtiger als Männer in dieser Gesellschaft, also in der juristischen Gedankenwelt. Okay, das heißt, es gibt so, du siehst da so die Macht der Mütter, die Genau. auch ihre geschichtliche Herkunft hat. Genau. Und was ist das für ein Erziehungskonstrukt? Also, weil im Endeffekt sagt ja der BGH, wenn die Eltern nicht gemeinsam einig erziehen, dann sollte das Kind von einem Elternteil erzogen werden. Und lassen wir mal außen vor, ob das jetzt die Mutter oder der Vater ist, ob es da eine geschichtlich-sozial bedingte Präferenz für Mütter vielleicht gibt. Aber allgemein gesprochen, ist es eine bestimmte Erziehungsstruktur, die der BGH da vorgibt? Und wie würdest du die bezeichnen?
Naja, in diesem Taschenbuch steht, das ist ein Ordnungsprinzip. Also da geht es jetzt nicht um Autorität oder so, ne? Also diese Konflikte, die man hat, Autonomie gegen Souveränität oder sowas. Nein, Unterwerfung zur Autonomie oder so, sondern da geht es im Grunde genommen, ich will einfach nur Ordnung haben und der Rest ist mir wurscht und die Ordnung ist wichtig. Die Ordnung muss aufrechterhalten werden. Und die Ordnung ist halt so, Frauen sind wichtiger als Männer. Okay, jetzt gab es ja, es gab ja vor 45 auch eine Ordnung, ja. Und es gab vor 1918 auch eine Ordnung in Deutschland, die war monarchisch. Und dann war sie eine Zeit lang demokratisch und dann war sie totalitär unter dem Nazi-Regime. Und jetzt haben wir eine freiheitlich-demokratische Grundordnung, ja. Also das ist unser Ordnungsprinzip. Passt das, was der BGH da beschlossen hat, in unser freiheitlich-demokratisches Ordnungsprinzip? Naja, das ist jetzt eine Frage, die du so an mich stellst. Weißt du, also zunächst mal ist es im Rahmen des freiheitlich-demokratischen Modells. Die Frage ist, bin ich damit zufrieden? Und da ich auf mehr Kommunikation setze und im Grunde genommen so möchte, dass es weniger Krankheiten gibt, die sich aus solchen chronischen Konflikten ergeben, würde ich mir wünschen, dass die das etwas anders wahrnehmen und anders untersuchen würden und mehr die zwischenmenschlichen Konflikte zwischen den Eltern sehen und danach Entscheidungen treffen, aber nicht so grundsätzlich sagen, Frauen sind irgendwie wichtiger, deshalb mache ich das automatisch, ohne nachzudenken. Und das scheint mir so ein bisschen der Fall zu sein. Also soweit ich das mit Freifam und den Klienten, die da kommen, so feststellen kann. Ne? Also man Es kann gibt ja die auch bei Freifam die Jessica Zelser zum Beispiel, die ja auch ihren Fall in die Öffentlichkeit gebracht hat, die ja als Mutter dann benachteiligt wurde und das Wechselmodell Genau. nicht bekommen hat, sondern ihr Partner. Genau. Ja, das war auch ein Fehler. Also wenn ich so sehe, wie der Partner damit umgeht, aber ich denke mal so in der Beurteilung, soweit ich da Bescheid weiß von der Jessica, sehe ich, dass die Richterin dann irgendwie aus irgendwelchen Gründen den Mann, also den Kindsvater mehr mag, aber nicht so sieht, welche Krankheiten im Hintergrund waren und welchen Erziehungsstil er aufgrund der Krankheiten hat. Ja, und der ist offensichtlich, also es ist, wenn ich das mal so sagen will, es ist ein sehr harter Erziehungsstil. Ja, und ich denke, der tut Kindern nicht gut. Also ein bisschen einfühlsamer und so mitfühlend sollte man sein. Und die Kinder nicht so hart zu behandeln. Also das tut auf Dauer nicht gut und ich denke, das ist auch also zumindest zeitweise gefährlich und wenn die Jessica nicht die eine oder andere Maßnahme gemacht hätte, wüsste ich nicht, ob die Kinder nicht irgendwie so auf die schiefe Bahn geraten wären. Und diese harte Erziehung, ist es, was der BGH da macht, auch eine Art von harter staatlicher Erziehung? Weil er sagt ja, okay, ihr seid getrennt, ihr Eltern, ihr habt ein Kind oder mehrere Kinder, jetzt könnt ihr nicht kommunizieren. Und dann ist es doch eigentlich knallhart zu sagen, naja, dann seid ihr nicht gleichberechtigt, ja, dann können wir euch die Kinder nicht 50-50 im paritätischen Wechselmodell geben, sondern wählen wir einen aus, der die Kinder sozusagen hat. Und wenn du dann als derjenige, der die Kinder kaum noch sieht, ja, das Typische ist ja alle 2 Wochenenden und vielleicht noch einen Nachmittag in der Woche, ja, habe ich alles selber erlebt. Wenn du es dann an der Loyalität zu dem Elternteil fehlen lässt, der die Kinder hauptsächlich hat, ja, dann geht es aber auch wieder nicht, dass ihr zusammen erzieht. Ja, ist es nicht auch eine harte Form der Erziehung? Das ist eine harte Form der Erziehung und wenn ich so Anamnesen mache, also Anamnesen sind so Geschichten, die ich mir so anhöre, wenn ich anfange mit jemandem zu arbeiten, also zu therapieren, dann spielt auch immer die Frage, gibt es eine Scheidung
oder gab es eine Scheidung nicht bei den Eltern? Und das ist in den meisten Fällen immer ein Trauma mit einem Trauma verbunden. Ja, also dass wir so eine soziologische Entwicklung haben, wo wir vermehrt Familien haben, die in Frankfurt oder keine Familien haben, sondern Singles haben, die in Frankfurt alleine in der Wohnung leben, liegt ja daran, dass die Kommunikationsfähigkeit sehr eingeschränkt ist, weil die nicht trainiert wird oder trainiert wurde in der Kindheit. Das heißt, die Leute sind im Grunde genommen gar nicht mehr fähig, miteinander zu reden, Konflikte zu lösen und Kinder zu erziehen. Und so für mein Gefühl ist es, dass die Familiengerichte mit ihren Entscheidungen dazu beitragen, dass diese Tendenz immer weitergetragen wird. Besser dann der Ja, also weil das BGH. Nicht-Kommunizieren geübt wird. Also der BGH verhält sich ja eigentlich wie ein strenger Vater, ja, oder eine strenge Mutter, die zu den zwei Kindern, ja, also den sozusagen die zwei Eltern, die sich getrennt haben, behandelt er wie zwei Kinder, wo er sagt, wenn ihr nicht euch jetzt gleich, wenn ihr nicht aufhört zu streiten, ja, und euch nicht gleich vertragt, dann nehme ich einen von euch das weg, was euch lieb ist. Genau. Das ist das Modell. Und wenn du mal siehst, ja, also ich bin jetzt 70 Jahre alt und ich kenne im Wesentlichen, also die mir so spontan einfallen, zwei Kanzler und Innen. Ja, das eine ist Kohl und Kohl war der Vater der Nation und wie heißt die andere? Merkel. Merkel. Oh, Merkel war die Mutter der Nation und insofern hatten wir als Führer immer Vater und Mutter und also der Führer, der wirkt im Grunde genommen auch in die Peripherie und nach unten. Ja, also insofern denke ich, ist es so. Ja? Wir sind die Kinder und werden wie Kinder behandelt. Also mein Erziehungsstil ist ein anderer, ja. Also wenn bei mir zwei Kinder streiten, dann schaue ich es mir genau an, ja. Also im Grunde das, was der BGH verlangt, dass die Eltern sachlich sind, ja, da versuche ich als Vater sachlich zu sein, schaue es mir an und guck, warum die streiten. Und dann versuche ich das auf der Problemebene zu lösen, ja. Ich mache es nicht wie der BGH, indem ich sage, ist mir völlig egal, um was ihr streitet, ja, um was es da geht. Es spielt für mich keine Rolle. Mir ist auch völlig egal, wie sich der oder die verhalten hat, ja. Hauptsache, ihr hört auf, was sonst nehme ich es euch einem weg, ja. Das ist eine reine Straf- und Sanktionsmaßnahme, ohne dass ich das Problem löse. Und wenn bei mir zwei Kinder streiten, gucke ich es mir an, ich rede mit denen, ich sage, okay, was ist passiert, erzähl du. Dann das andere Kind, erzähl du, was ist passiert. Aha, verstehe, okay, das ist deine Perspektive, das ist deine. Was könnte die Lösung sein? Ja, und dann schaue ich, dass ich das mit den Kindern zusammen hinkriege. Aber genau das macht ja der BGH nicht. Oder ist auch überfordert, das sind ja Juristen. Das heißt, Juristen sind insgesamt nicht daran interessiert, Probleme zu lösen. Nee, die haben einfach ein anderes Denken. Also die haben so ein juristisches Denken und da wird klassifiziert, ja, so in einer gewissen Weise. Also die sind auch sehr differenziert, aber die sind nicht so emotional gesteuert. Also emotionale Konflikte zu verstehen, ist jetzt nicht Sache, des Juristen. Sondern da geht es einfach darum, in einem bestehenden System, juristisches System, innerhalb dieses Systems Lösungen zu finden, die systemrelevant sind. Ja, so. Und Emotionalität ist jetzt nichts etwas, wo ich das Gefühl habe im Umgang mit Juristen, das ist deren, hat also hat so eine bestimmte Qualität, sondern die sagen, wo ist denn das Juristische? Problem, wie kann ich das juristisch lösen? Was für Gesetze habe ich? Wie kann ich die anwenden? Da sind die sehr differenziert. Aber jetzt mal so ins Feine zu gehen, wie du das machst, das ist nicht die Aufgabe. Ich glaube, da wären die auch überfordert. Vielleicht findet man das im Grunde genommen mehr jetzt nicht im Familienrecht und nicht im Strafrecht, sondern man findet es in der freien Gerichtsbarkeit, wo man hingeht. Und dann versucht, Kompromisse zu finden.
Ich denke, da findet man das eher, also zu verstehen, warum streitet ihr? Und da ist man, glaube ich, auch mehr daran interessiert, sagen wir so, Lösungen zu finden, ihr seid beide schuld oder na, sowas. Aber im Familiengericht und im Strafgericht scheint mir das nicht der Fall zu sein. Wobei man natürlich auch versucht, aber das ist Motivation beim Strafgericht. Was ist das eigentlich für ein Mensch? Warum hat er das gemacht? Ist er verantwortlich oder kann man ihn nicht verantwortlich machen? Kommt er dann ins Gefängnis oder kommt er in die Psychiatrie? Da spielt es auch eine Rolle. Aber so in dem Familiengericht habe ich das Gefühl, ist das nicht der Fall. Und Aber wenn, was ist denn dann der, gibt was es ist denn das der Gericht als Grund? Jugendamt weiter. Ja, was ist denn, also ich finde nicht, dass ein Richter sich einfach nur damit rausreden kann, dass er sagt, ich gucke mir das nicht so genau an, ja, ich bin kein Psychotherapeut, weil der BGH hat ja hier etwas entschieden, was ein Muster hat. Und das Muster ist ganz einfach. Wenn ihr euch streitet, ja, oder wenn ihr nicht mal miteinander redet, ja, weil ihr so gestritten habt, dann habt ihr nicht mehr beide das gleiche Elternrecht. Dann nehmen wir es einem von euch weg. Einer von euch wird benachteiligt, was die Kinderbetreuung angeht. Naja, das ist wahr, aber jetzt mal aus der Geschichte heraus kann ich es verstehen. Die Männer waren getrennt von den Frauen, weil die im Krieg gekämpft haben. Und dann waren im Grunde genommen nur die Frauen da, die für die Kinder gesorgt haben und die den Staat echt aufrechterhalten haben. Und das war so eine Kommunikation. Also da wurde nicht gestritten. Also die Frauen hätten ja hingehen können und sagen, wir wollen nicht, dass ihr in den Krieg zieht. Ich streite mit euch mit. Das haben sie nicht getan. Ja, sondern sie haben sie ziehen lassen. Und aufgrund dieser Erfahrung, auf dieser gesamtgesellschaftlichen Erfahrung, gehe ich hin und sage, Gesamtgesellschaft sind die Frauen eine bessere Säule, auf der der Staat steht und die Männer sind weniger zuverlässig. Es kann ja wieder ein Krieg kommen, dann sind die Männer weg und dann bleiben die Kinder wieder nur bei den Frauen, weil die Frauen. Das ändert sich ja auch. Wir haben jetzt auch Soldatinnen, aber früher gab es das halt nicht. Da waren die Frauen zu Hause und keine Soldatin und immer lieb. Also weil das sozusagen historisch irgendwie begründet, ich hoffe, ich finde den Strang, historisch begründet ist, warum man das so macht. Dann sagst du ja im Grunde, dass der BGH noch in der Kriegspädagogik drinsteckt. Naja, also den jetzt zu kritisieren, finde ich schwierig, aber zumindest sind solche geschichtlichen Elemente spielen da eine Rolle, weil da auch Werte dahinter stehen und Werte sind stabil über Generationen. Ja? Also der Wert ist eine Frau wichtiger, ist eine Frau, also sagen wir, die ist für die Familie da und der Mann arbeitet, das kriegst du schwer raus. Also auch aus Männern, sagen wir Man, so. im BGH-Beschluss steht ja nichts drin von Mann und Frau, ja. Also das ist was, wo du sagst, das ist quasi eine gesellschaftliche Norm, die halt es Müttern sozusagen leichter macht, in diesem Modell des BGH bevorzugt zu werden. Aber der BGH hält sich ja völlig raus, was die Geschlechter der Eltern angeht. Ja, er formuliert es ja komplett abstrakt. Von daher wäre das ja jetzt, was du sagst, eine gesellschaftliche, psychologische Analyse. Da stimme ich auch weitgehend zu, wobei es halt auch dann wie die Jessica und auch andere Mütter gibt, die dann eben auch unter die Räder geraten. Deshalb wäre es mir wichtig, dass wir uns das vom BGH anschauen, mal abseits der Geschlechter und sagen, was ist denn da für eine Logik dahinter? Wie kommt der BGH dazu zu sagen, ja, wenn zwei Eltern nicht mehr kommunizieren, dann nehme ich einem quasi das Kind weg, weil es ist ja auch nicht so, ja, dass wenn ich eine Partei nicht wähle, ja, dann sagt man ja nicht, ja gut, du darfst das nächste Mal nur wählen, wenn die Parteien, die du nicht gewählt hast, wenn die weiter mit dir kommunizieren und kooperieren, ja. Also das ist ja aus einer demokratischen Sicht völliger Blödsinn, ja. Wenn ich jetzt, ja, wenn ich jetzt, sagen wir mal, ich wähle die FDP, ja, dann trenne ich mich ja quasi von allen anderen Parteien, ja. Ich habe die nicht ausgewählt. Und dann sagt die SPD, wir kommunizieren und kooperieren nicht mehr mit dem Herrn Krogans, also hat er kein Wahlrecht mehr das nächste Mal. Und im Grunde argumentiert er der BGH so innerhalb der Familie und
Und nimm dir das Recht, nur weil ein Elternteil, ja, ich kann ja dann in der Situation, kann ich ja dann so viele Kommunikations- und Kooperationsversuche starten, wie ich will. Wenn mein Ex-Partner oder meine Ex-Partnerin nicht kommuniziert und kooperiert, dann kommuniziere ich faktisch nicht und kooperiere nicht. Und dann bin ich in der Falle des BGH. Ja, kann man ja sagen. Also, das klingt mir sehr logisch. Das ist auch so, ja. Also dann, was der BGH doch macht, ist doch, dass er dann eine autoritäre Erziehungsstruktur aufbaut. Also so wie wir ein demokratisches System haben, in dem der Staat sagt, wir akzeptieren pluralistische, ja, eine plurale Meinungslandschaft, man kann unterschiedlicher Meinung sein und man muss nicht mit jedem kommunizieren und kooperieren. Ja, das ist ja Teil davon. Du darfst dich an dem Dialog in der Gesellschaft beteiligen. Du musst nicht. Ja. Und wenn die Gesellschaft nicht mit dir kommunizieren und kooperieren wird, hast du immer noch alle Rechte. Ja. Aber das macht doch genau der BGH nicht. Er macht genau das Gegenteil. Er sagt, wir nehmen dir, ja, dein Elternrecht, wenn der andere Elternteil nicht mehr mit dir kommuniziert. Also im Grunde haftet dann der, der gern kommunizieren und kooperieren würde, haftet dann für das Verhalten des anderen, ist quasi dann mitschuldig und dann sagt der BGH, ene mene mu und raus bist du. Ja, da werden dann irgendwelche Gründe gebracht, wie Kontinuitätsprinzip, dass die Kinder hauptsächlich von der Mutter oder dem Vater oder man bringt dann irgendein Gutachten rein, wie auch immer. Ja. Aber einer ist raus, einfach nur, weil der BGH mit seinen Beschlüssen sozusagen einen Spalt aufgemacht hat und gesagt hat, okay, Kriterium, ihr müsst kooperieren und kommunizieren. Wenn das nicht macht, dann wird einer ausgewählt. Dann dominiert dieser eine Elternteil. Und das hat auch nichts mit Demokratie und freiheitlich-demokratischer Grundordnung zu tun. Und wenn du ja sagst, das Wichtige ist, dass man kommunizieren lernt, ja, dann macht ja der BGH genau das Gegenteil. Der sagt, nee, es gibt dann eine Elterndiktatur, die Mutter oder der Vater, die bestimmt es dann grundsätzlich und der andere hat sich zu unterwerfen. Und alles, was der Elternteil, der dominiert, ja, den wir ausgewählt haben, was der nicht mag, ist ein Tabu für dich. Ja. Wenn der das Wechselmodell nicht will, darfst du mit den Kindern auch nicht über das Wechselmodell reden. Ja, das war ja in der Vergangenheit im Grunde genommen nicht sehr viel anders. Also wenn ich jetzt mal an diesen Officer denke, Re-Education Officer, nicht? Die kam ja in die Situation rein, dass sie sagt, die Eltern sind im Grunde genommen nicht beeinflussbar und ich kann denen keine Weltoffenheit aufzwingen. Und ich kann das aber nur in der Erziehung machen, dass ich die Kinder weltoffener erziehe. Ja, so. Und da haben wir in der Tat ein Problem. Also das hast du ja in eigenem Leib erfahren. Deine Erziehung mit der Tochter, die läuft ja gut, also auch gesundheitlich, ne, wenn man so mal drauf schaut. Und du erziehst die Welt offener. Während deine Frau hingeht und sagt, nein, die bleiben zu Hause. Ja, und du brauchst ja im Grunde genommen beides. Du brauchst also Leute, die weltoffen sind. Und du brauchst auch Leute, die zu Hause und sesshaft sind. Aber das Interessante ist, beides ist ja demokratisch. Es ist ja nicht verkehrt, lokal zu bleiben. Es ist auch nicht verkehrt, ins Ausland zu gehen und da Erfahrungen zu machen, sodass du die Kommunikation mit dem Ausland besser führen kannst, weil du die kennst. Aber beides ist im Grunde genommen demokratisch. Okay, und ist es denn nicht so, dass dieses Erfordernis des BGH, dass die Eltern kommunizieren und kooperieren können müssen, weil es angeblich einen erhöhten Abstimmungsbedarf gibt, wobei ich nicht weiß, wo der herkommt. Es ist auch nicht logisch für mich, ja, dieser erhöhte Abstimmungsbedarf, weil wenn meine Ex-Frau tot wäre, könnte ich immer noch meine Kinder erziehen. Also dann könnte ja der BGH nicht sagen, dass sie müssen auch ins Jenseits mit ihrer Ex-Partnerin den erhöhten Abstimmungsbedarf. Ja, weil ich kann es ja allein. Ich brauche
diesen Abstimmungsbedarf nicht. Selbst wenn der Partner stirbt, kann ich immer noch erziehen. Ja, ich bin immer noch erziehungsfähig. Deshalb macht es für mich überhaupt keinen Sinn. Und ist diese Erfordernis, die ich für völlig sinnlos halte, ist sie nicht im Grunde ein Zwang, dass die Eltern einig sein müssen? Ja, ist es nicht diese Vorstellung von autoritärer Erziehung, dass die Eltern mit einer Stimme reden? Dass das Kind den Eltern ausgeliefert ist, ja, dass das Kind gehorcht und die Eltern da keinen Dissens haben, weil sobald du auch nur ein bisschen Dissens hast, ja, sieht das Kind, oh, ich kann da selber irgendwie reingehen, ja. Die Eltern sind sich uneinig, also habe ich ein bisschen Spielraum und kann die gegeneinander ausspielen. Du hast gesagt, ja, bei ganz jungen Kindern könnte das problematisch werden, wenn die Eltern, ja, so gesagt, wenn da eine Spannung ist zwischen denen, ja, ein Gewitter. Und ich frage, ist es ein Gewitter oder ist es einfach nur Eltern, die unterschiedliche Meinungen haben? Und dann ist aber die Frage, wie tolerant sind die Eltern? Ja, vielleicht gibt es ja einen Elternteil, der ist tolerant. Das ist der, der sagt, ja, wenn wir uns trennen, wäre das Wechselmodell für mich gut. Aber es gibt den anderen Elternteil, der nicht tolerant ist und der die Kontrolle über die Kinder will. Ist das nicht eigentlich das Kriterium, wo dann etwas, was gesund ist, nämlich unterschiedliche Meinungen der Eltern und man hat eine Ebene, wo das toleriert wird, ja, dann muss das Kind ja auch keine Angst haben. Versus eine Beziehung, wo ein Elternteil oder im schlechtesten Fall beide das Kind psychisch kontrollieren wollen und die Eltern irgendwann, ich sag mal, die Honeymoon-Phase hinter sich lassen und beide ihre hässliche Fratze zeigen und pure Narzissten sind, die das Kind eigentlich nur haben, damit sie ihr eigenes Ich erweitern können und das Kind missbrauchen. Ist das nicht das wichtige Kriterium in dem Ganzen? Naja, du leitest es irgendwie spannend her, ja? Und so aufgrund deiner Herleitung würde ich sagen, ja, das stimmt. Aber ich wollte jetzt mal ein anderes Modell machen. Das Modell ist im Grunde genommen, du baust Filter ein. Wenn du eine normale Ehe führst, da gibt es immer Dissens. Und es gibt nie so eine Übereinstimmung in der Erziehung, dass die so ist, wie sie vielleicht das BGH sich erhofft. Aber was diese Eltern nicht machen, ist, im Gegensatz zu euch, die gehen nicht zu Gericht. Und wenn ihr sozusagen zu Gericht geht, dann fallt ihr in einen gerichtlichen Filter und dann gilt eine andere Realität. Und diese Realität ist, ihr kommt nicht klar, weil ihr zu Gericht geht, streitet ihr miteinander und dafür werdet ihr beide bestraft. Und dann seid ihr wie Kinder und dann herrschen halt meine Regeln und meine Regeln ist ein Ordnungsprinzip, völlig wurscht, ob das stimmt oder nicht. Dann kriegt halt die Mutter oder auch der Vater das Kind und der andere hat das Nachsehen aus jenen Gründen. Und so denken die einfach. Aber die denken dann nicht, die Zusammenhänge, wie die denken, sind anders, als wie du das schilderst. Weißt du, also dann würde ich eher das so als Filter sehen. Ja. Normale Eltern, die sich streiten und diese, die werden überhaupt nicht berührt. Also da wachsen die Kinder, werden groß und irgendwie funktioniert es halt und es wird irgendwie demokratisch oder auch nicht. Aber der Unterschied ist, wenn ich sozusagen zu Gericht gehe, belaste ich die Eltern, also das Gericht. Und dann gelten gerichtliche Regeln und nicht mehr so allgemeine Regeln, wie du sie gerne hättest. Okay, aber die Allgemeinregeln, sozusagen, bitte? Die Allgemeinregeln sind ja die demokratischen und das, was am Gericht passiert, ist das Autoritäre. Aber jetzt sieh mal die Realität, so demokratisch, wie wir das gerne hätten, ist es ja nicht. Du hast immer eine Hierarchie. Selbst in der Politik gibt es eine Hierarchie, wo ich so sage, der will das sagen, aber also der setzt es sozusagen durch. Irgendwie hatte ich so in meiner Zeit, als ich noch das Abitur so machte, mal in einem interessanten Buch über Franz Josef Strauß so einen Artikel gelesen,
wo es darum geht, der hat einfach von oben herab gesagt, das wird so gemacht und da war demokratische Prinzipien gab es nicht. Also Also es ist es ja eine gibt ja, Ideologie, die hinzugehen und Frage zu sagen, ist ja, die Frage ist ja, wie verteilt eine Gesellschaft die Macht? Und in unserer Demokratie sagt man, das Volk hat die Macht, ja, die wählen die Politiker, die dann die Macht ausüben. Und wir haben ein Mehrheitsprinzip. Das heißt, die Politiker, die eine Mehrheit erreicht haben, die üben dann die Macht zeitlich begrenzt aus. Das ist Demokratie, demokratische Machtverteilung einfach erklärt, ja. Und jetzt haben wir. nee, also die Demokratie ist, ich denke, ein bisschen anders. Also das eine sind die Politiker, die was machen, aber die Politiker, die werden ja auch gehemmt oder kontrolliert vom Gericht. Also wir haben ja drei Faktoren, ne? Das ist die Verwaltung, das sind die Politiker, die die Gesetze machen und das ist das Gericht. Und die demokratischen Strukturen in diesen drei Säulen, die sind natürlich unterschiedlich, die sind natürlich unterschiedlich. Also du kannst nicht erwarten, dass wenn in der Verwaltung, dass es da so demokratische Strukturen geht, die hingehen und sagen, das will ich machen oder das will ich nicht machen. Dazu kommt noch, dass du dann häufig Beamte machst, so hast, die das tätigen, die dann so auch anderen Gesetzen unterliegen als zum Beispiel Angestellten. Also da hast du ja auch ganz unterschiedliche soziale Strukturen und demokratische Strömungen, nicht Störungen, aber auch Störungen. Und von daher wird es schwierig, so zu argumentieren. Ja, also Also du Richter werden ja nicht idealisierst da viel, demokratisch ne? gewählt. Ja, Richter Bitte? werden nicht demokratisch gewählt. Die werden bestellt, ja. Genau, vom Justizministerium. Ja. Und also was ich sehe ist, da wird mich interessieren, was du denkst. Das, was der BGH hier macht, ist, dass er im Gegensatz zu unserem demokratischen Staatsgebilde, in dem du deine Meinung frei äußern darfst, ohne Sanktionen zu befürchten, hat der BGH parallel außerhalb unserer freiheitlich-demokratischen Grundordnung ein autoritäres Erziehungsgebilde geschaffen, wo er sagt, wenn es dem Vater, ja, wie in diesem zweiten BGH-Beschluss, an Loyalität zur Mutter fehlt, ja, dann seid ihr nicht gleichberechtigt, dann habt ihr nicht die gleichen Rechte auf euer Kind. Und das passt nicht rein, weil dann sind ja die Kinder, ich kenne ja den Fall persönlich, ich kenne den Vater, ja, die sind ja dann der Mutter ausgeliefert, wo ja dann die Meinung der Mutter gilt und quasi von Staatsgewalt her alles schlecht ist, was der Vater sagt, was gegen die Mutter ist. Das heißt, im Grunde sind die Kinder in dieser Erziehungsdiktatur der Mutter gefangen und der BGH will es so. Und dann kannst du doch, dann kommen wir doch zurück zu dem, was du hier mit der Re-Education gesagt hast. Dann kommen wir doch genau dahin, dass wir es in An diesem Deutschland. Modell, so wie du das schilderst, hast du völlig recht. Ich finde, da sollte man eingreifen und es demokratisieren. Das geht nicht. Ja, also da sind die Kinder überfordert und sie sind einer negativen Kraft der Mutter ausgesetzt, die eine Korrektur durch den Vater bedarf, wenn es denn der Vater kann. Aber gehen wir mal davon aus, dass er es kann. Ja, da bin ich voll deiner Meinung, dass man reflektieren darüber muss. Was tue ich denn eigentlich meinem Kind an, wenn ich es nur der Mutter zu spreche? Denn die Mutter ist nicht ohne. Also die Mutter muss man auch untersuchen, was für ein Erziehungsstil hat die? Ist die emotional stabil? Ist die instabil? Welche Krankheiten hat die? Wie wirken sich die Krankheiten auf die Gesundheit des Kindes auf? Ne? Also zum Beispiel, wenn die Krebs hat und dann stirbt, erleben die Kinder eine sterbende Mutter und die Hilflosigkeit, damit umgehen zu können. Und solche Dinge, die müsste man in solchen Urteilen im Grunde genommen sehr viel mehr berücksichtigen. Also die Gesundheit und der Erziehungsstil der Eltern. Bin ich voll deiner Meinung. Und ich denke, da muss was gemacht werden, um die Sachen zu modernisieren. Also mal so als Seiteninformation, die Kinder sind nach dem Beschluss des BGH von 2019 alle
3 zum Vater rüber gewechselt, weil die haben 6 Jahre lang mit dem Vater ums Wechselmodell gekämpft, wollten immer das Wechselmodell und dann hat der BGH hier gesagt, nee, nee, du musst schön loyal der Mutter gegenüber sein. Ja? Dann hatten die Kinder die Schnauze voll, dann ist einer nach dem anderen wie die Entchen sozusagen zum Vater rüber und leben jetzt alle beim Vater. Es war ja auch im Grunde genommen, nicht, wenn wir also nochmal zurückgehen, gab es so einen Hinweis darauf, dass das Kindeswohl in solchem Fall nicht entscheidend ist, sondern dass dann das Gericht entscheidet. Und für das Gericht sind natürlich, also für das Familiengericht, sind die Kinder, also sozusagen die Enkel. Ja? Also wenn du hingehst und sagst, das Gericht bestraft die Bürger und behandelt sie wie Kinder, so werden dann die Kinder der Bürger wie Enkel behandelt und die spielen im Grunde genommen keine Rolle. Ja, also das ist dann so mehr ein Gerede. Aber die Definition, was ist Kindeswohl, das ist, finde ich, ohnehin etwas schwierig. Also stimmst du dann mir zu, dass der BGH einer autoritären Erziehungslogik folgt? Das würde ich sagen, ja. Also das ist also autoritär. Und aber nochmal, autoritär, jetzt, es geht nicht ohne Autorität. Also du hast eine Autorität auch bei deiner Autorität. Ja, aber das sind ja Unterschiede. Also Autorität und autoritär ist unterschiedlich. Es ist unterschiedlich, ja. Also, aber das muss man irgendwie so trennen. Wir erziehen nicht ohne Autorität. Und manchmal, also wenn man die Autorität nicht hat, dann wird man halt autoritär, um sich durchzusetzen. Das ist Alltag. Das kriegst du nicht raus. Und jetzt fällt mir das schwer. Also wie gesagt, ich bin kein Jurist. Die Juristen würden wahrscheinlich argumentieren und würden sagen, naja, diese Autorität oder dieses Autoritäre fußt aber im Grunde genommen auf der Dreiteilung von Exekutive, Judikative und gesetzgebender Gewalt. Nee, was ist das? Ausführender Gewalt, also Verwaltung. Und aufgrund dessen ist die Basis demokratisch und deshalb sind auch unsere Entscheidungen demokratisch. Das ist jetzt genau die Frage, ja. Ja? Der BGH hat doch hier im Grunde ein, ich sag mal, totalitäres Subsystem erschaffen innerhalb unserer freiheitlich-demokratischen Grundordnung. Weil was er macht ist, er sagt ja nicht, ihr müsst eure Kinder autoritär erziehen. Ja? Er sagt nicht, wenn eure Kinder euch widersprechen, dann sagt ihnen, solange du deine Füße unter meinen Tisch stellst, ja, machst du, was ich sage. Das sagt der BGH nicht. Aber was der BGH sagt, ist, es ist im Sinne des Kindeswohls, dass, wenn die Eltern nicht mehr einig sind, ja, dann ist es besser für das Kind, bei einem Elternteil zu sein, damit das Kind quasi diese, du hast Führer gesagt, ja, diesen Führer hat. Also der BGH will immer ein Elternteil oder der will, dass beide Elternteile gemeinsam führt. Ja? Da darf dem Kind gegenüber kein Dissens sein. Wir müssen sozusagen gleichgeschaltete Diktatoren sein, die einig dem Kind sagen, so und so und so. Und wenn das nicht geht nach der Trennung, dann gibt der BGH das Kind einem Elternteil, der dann die Dominanz darüber hat. Und das ist nicht inhaltlich eine autoritäre Erziehung, sondern ist einfach mal dieses Gebilde, ja, so wie wir ein demokratisches System haben mit Parlament, Wahlen und so weiter, so erstellt der BGH ein Subsystem, ein paralleles Erziehungsgebilde, ja, das autoritär ist und im Widerspruch zu unserer Gesellschaft steht. So kannst du das herleiten. Ich würde das anders herleiten. Ich würde sagen, aufgrund unserer gesellschaftlichen Entwicklung, so nach dem Krieg, ist da etwas entstanden und das, was entstanden ist, muss dringend modernisiert werden. Genau, und dann kommt ja die Frage nach den Werten. Was sind unsere Werte? Und die Werte sind weltoffener.
ja, und kommunikationsfreundlicher. Und nicht im Sinne, vielleicht geht es auch darum zu sagen, wenn die bei der Mutter ist, kann ich die verantwortlich machen oder die Frauen sind treuere Gefolgsleute der Gesellschaft, auf die ist mehr Verlass als auf die Männer. Das kann ich jetzt nicht sagen. Das ist irgendwie schwer so herauszufiltern. Ich denke, da müssen so Wissenschaftler irgendwie so daran arbeiten, wenn sie das wollen. Aber im Grunde genommen geht es mehr um die Belastung. Und was ich so sehe als Arzt, ist, unsere Gesellschaft wird immer kränker. Und wir sollten dann sozusagen in den Bereichen, also das Gericht etwas zu sagen hat, sollte dafür sorgen, dass wir weniger krank werden. Und nicht nur an körperlichen, sondern auch an psychischen Erkrankungen leiden. Und ich denke, dieses Modell, also das jetzt im Moment praktiziert wird, führt zu mehr psychischen Erkrankungen, wobei ich jetzt natürlich auch nicht eine Statistik habe, sondern das nur aufgrund meines Berufes so feststellen kann. Ne? Aber das ist jetzt statistisch, wäre das nicht in Ordnung, weil zu mir ohnehin nur Leute kommen, die immer krank sind. Und ich weiß jetzt nicht, wie groß der Anteil ist von denen, die gesund sind. Nur ich merke, dass die Zahl der Leute immer mehr wird, die einen Psychotherapeuten brauchen. Und ich merke das auch daran, dass die Wartezeiten auf einen Psychotherapeuten inzwischen ja schon so Monate oder Jahre sind, also zumindest mehr als ein Jahr. Ja. Und daran merke ich, da gibt es einen Trend, der läuft nicht gut, den sollte man korrigieren. Und die Kommunikationsfähigkeit, die trainiert man im Grunde genommen so als Kind. Und ich glaube, das wäre wichtig, dann darauf zu achten, dass die Eltern so miteinander kommunizieren können, dass sie sich gegenseitig also kompensieren auch. Und deshalb fände ich das Wechselmodell in vielen Fällen besser. Okay. Also es gibt Wobei sicherlich Fälle. ich habe ja gesagt, ich sehe kein Kommunikationserfordernis. Ja, also man darf nicht die Betreuungszeiten, die Eltern nach der Trennung bei den Kindern haben, davon abhängig machen, ob die Eltern kommunizieren und kooperieren, weil dann reicht es ja, dass einer es nicht macht und schon steckst du in der Falle und die Verlierer sind immer die Kinder. Ja, die haben dann nicht beide Eltern, die haben dann nur noch einen Elternteil. Und dann verhindert ja der BGH genau das, was du sagst. Ja, im Grunde müsste es doch so sein, dass der BGH sagt, beide Eltern haben nach der Trennung automatisch standardmäßig 50-50 die Kinder. Ja, das wird nicht in Frage gestellt. Und dann schaut ihr, dass ihr das hinkriegt. Und wir stellen euch einen Fachmann, ja, Therapeuten, Mediator, wie auch immer zur Seite, der euch da hilft. Aber die Frage, wer die Kinder wie oft hat, spielt keine Rolle. Und es geht ja auch nicht um Kindeswohlgefährdung hier, sondern wir reden hier um ganz normale Eltern, ja, die bis zur Trennung ihre Kinder sehen durften, ja, so oft sie wollten. Kein Staat hat eingegriffen, aber ab da, wo sie sich trennen, sagt der Staat, ihr müsst kooperieren und kommunizieren, sonst haben eure Kinder ein Elternteil, sehen die den nur noch zu 10 oder 20%. Das stimmt. Das ist auch meine Erfahrung von den oder durch die Eltern, die ich so über Freifarm bis jetzt so kennengelernt habe, dass die häufig eine Zeit so miteinander ganz gut ausgekommen sind und dann spielen die Konflikte zwischen den Eltern, die nicht bearbeitet wurden, ne, die sich so aufgelagert haben, die spielen dann so eine Rolle, dass es zu einem Zerreißen der Ehe kommt und dann klappt die Kommunikation nicht mehr und ich denke, dass dann so eine Beratung, naja, also viele gehen dann in so Ehetherapie und dann funktioniert es nicht mehr, also dann geht es trotzdem nicht. Also dass dann so eine Beratung oder so eine Therapie der Eltern so sinnvoller wäre, weil man dann das Konzept, also die Erziehung anders weiterführen könnte. Ne? Also da bin ich voll deiner Meinung, das würde ich mir auch wünschen. Und manchmal sind es ja so Konflikte zwischen den Eltern, die gar nicht wahrgenommen werden und die ungeheuer schwer zu kommunizieren sind. Also sagen wir zurückliegende Kränkungen, die da eine Rolle spielen, die man nicht so
bespricht oder so Übertragung, du bist wie mein Vater oder wie meine Mutter und ich halte dich nicht mehr aus. Ich habe schon die Mutter nicht ausgehalten und jetzt halte ich dich auch nicht mehr aus. Und sowas kann man im Grunde genommen lösen. Oder Also das zumindest heißt ja. so besprechen, dass nicht so harte Maßnahmen stattfinden, wie du kriegst meine Kinder überhaupt nicht mehr. Ich kann dich nicht leiden oder ich bestrafe dich über die Kinder. Ja, ich Das komme heißt an dich doch. nicht ran. Du liebst die Kinder mehr als dich, also nehme ich dir die Kinder weg, damit du also mal spürst, wie es mir ging, ja, oder damit ich dich treffen kann. Genau, und das heißt ja, dass der BGH die Gefährdung ist. Der BGH macht unsere Gesellschaft krank mit dieser Entscheidung. Also mit, aber es sind ja auch die Familien, die Gesellschaft krank machen. Also du Klar, hast beides, ne? Es genau. ist die Familie, die so krank wird und ist der BGH, der im Grunde genommen mit seinen Verordnungen oder Gesetzen hingeht und sagt, so und so müsst ihr verfahren. Und ich denke, diese Verfahrensvorschriften, die sollte man ändern und etwas modernisieren, so wie er in vielen Bereichen abgedatet wird, ne? So, also. So wäre das, denke ich, auch im Juristischen. Aber Mediziner und Juristen sind eben die konservativste Berufsgruppe in unserer Republik. Was gibt es denn da für ein anderes Modell? Also es gibt ja diese Triangulierung von der Melanie Klein, ja, eine Kinderpsychologin. Ist das ein alternatives Modell zu diesem autoritären, zu diesen Autorenerziehungsstrukturen, die der BGH vorsieht? Das ist ein anderes Modell. Also im Grunde genommen sagt so die Melanie Klein, ein Kind braucht Papa und Mama. Bei Freud ist es im Grunde genommen so, dass der Phasen hat, wo er hingeht und sagt, sagen wir, in den ersten Phasen braucht er nur die Mama und dann nur den Papa oder. Und Melanie Klein geht hin und sagt, das stimmt nicht. Sie braucht von Anfang an braucht das Kind Papa und Mama, weil es ja im Grunde, also jetzt mal so genetisch beide Anteile hat, also sowohl Vatereigenschaften wie Muttereigenschaften. Und es muss auch vom Vater sich aufgehoben fühlen. Ja, und angenommen fühlen. Also beide Eltern sind wichtig und letztendlich geht es dann auch um Geschwister. Also auch Geschwister können ja so eine Vater- oder Mutterfunktion übernehmen für die anderen Geschwister. Ja. Wenn die so einen Elternanteil übernehmen. Also die Eltern sind überfordert und dann sagt man der ältesten Tochter oder dem ältesten Sohn, pass mal auf die auf und sorg mal für den Streit. Und dann übergibt man ihnen Aufgaben. Das ist in Ordnung, wenn man sie dabei begleitet und wenn die jetzt nicht dafür eine Verantwortung übernehmen, in dem Sinn, dass die sagt, ich gebe die Verantwortung ab als Eltern und ihr habt die jetzt voll zu tragen, da sind die überfordert. Also man kann denen was beibringen und die hinführen, aber man sollte Kinder nicht überfordern. Und Melanie Klein war eben eine, also man kann Kinder verbal nicht analysieren, also nicht so wie Eltern. Also wir, wenn wir Psychotherapie machen, da läuft es über Sprache. Und bei der Melanie Klein lief es im Grunde genommen über Spielen, über Spieltherapie, über Malen, über andere Ausdrucksmittel, weil die Kinder noch nicht verbalisieren konnten. Und da konnte die eben herausarbeiten, wir brauchen Papa und Mama. Und die Trennung von Papa und Mama tut nicht gut. Punkt. So. Und dieses tut nicht gut kann jetzt ganz schlimm sein, es kann weniger schlimm sein. Das kommt so ein bisschen drauf an, also wie die Mutter den Vater ansieht oder wie den Vater die Mutter. Ne? Wenn ich die Mutter verdamme, und das Kind redet beim Vater von der Mutter und der verdammt mich deswegen auch, weil ich gut von der Mutter rede, hat das Kind ein Problem. Und im Grunde genommen ist es wichtig, in der Tat wichtig, dass Eltern gut miteinander reden und zumindest sich in der Kindererziehung gegenseitig respektieren. Und ich denke, so eine gute Gerichtsbarkeit würde darauf hinarbeiten, dass dieses wir respektieren uns im Erziehungsstil, denn meist denken wir ja immer demokratisch in irgendeiner Form. Ne? Also jetzt deine Ex-Frau hat ja auch demokratische Eigenschaften in einer gewissen Weise. Also die ist ja jetzt nicht vermutlich nicht rechtsradikal oder so, also ne? Als Lehrerin. Und ich denke, dass es wichtig wäre, sowas mehr zu trainieren. Auch Und Anleitungen dafür zu kriegen. Also so
gefordert zu werden, mach das mal. Ne? Und warum sind beide Eltern wichtig für die Kinder? Warum? Warum sagt die Melanie Klein, die sind beide wichtig von Anfang an? Na, weil man gemerkt hat, wenn ein Elternteil fehlt, dann gibt es Probleme. Also eine Mutter kann ja nicht Mutter und Vater gleichzeitig zusammen sein. Ja, und so die Charaktereigenschaften gibt ja, also die Untersuchungen sind, wie wichtig ist eigentlich der Charakter, wird er vererbt oder nicht? Und also ich bin jetzt da auch nicht mehr, das ist jetzt nicht, ich bin jetzt kein Forscher, aber was ich so weiß, ist, dass man zunächst mal davon ausgeht, dass das 50-50 ist. Also 50% werden vererbt und 50% werden sozusagen durch die Erziehung vermittelt. Und man bleibt ja nicht immer bei einem anderen. Ja, also wenn du dir jetzt mal vorstellst, du wirst im Mutterbauch groß. Dann läuft es über 9 Monate ganz gut und dann kommt eine Zeit, wo du hingehst und sagst, ich muss mich jetzt trennen, sonst gehen wir beide drauf. Also dann Aber entsteht. in den 9 Monaten kannst du auch nicht gehen. Also da bist du ja erstmal bei der Mutter drin, Du bist bei der Mutter drin, ja, ja. und du nimmst im Grunde genommen die Mutter auf. Aber es ist ja auch der Vater in dir, der hingeht und wächst. Ohne Vater kein Wachstum. So, ja. So. Und dann kommst du dann nach 9 Monaten in einen Punkt, wo es plötzlich mörderisch wird. Wenn das Kind sagt, ich gehe da nicht raus und sterbe ab, stirbt mit großer Wahrscheinlichkeit auch die Mutter. Die Mutter will nicht sterben, also geht sie hin und sagt, du musst raus, du musst weg, du musst in die Welt. Ja, und das ist im Grunde genommen wichtig, dieses Ich lass dich in die Welt gehen, damit kein mörderischer Streit entsteht. Und insofern ist dieses Ich lasse dich raus und lasse dich in die Welt, damit du neue Erfahrungen gemacht hast, dient dem Frieden. Und insofern ist es auch wichtig, dass ich die Kinder nicht bei mir halte und zwinge, du darfst mich nicht verlassen, dann entsteht Mordeslust. Ja, sondern dass ich hingehe und sage, geh dann auch mal weg und schau dir was anderes an, wenn also die Mutter erzieht. Ne? Und im Grunde genommen ist jetzt eine Frage, wie erziehe ich das? Erziehe ich das Kind, indem ich sage, geh in die Welt raus, also sei weltoffen, bin ich demokratisch weltoffen. So. Wenn das Kind jetzt in die Welt rausgeht, braucht es ja gewöhnlich ein Ziel. Und dieses Ziel ist der Vater. Weil er als Bezugsperson, eine wichtige Bezugsperson, Anlauf ist, wenn du so willst, wie ein Leuchtturm. Und nicht jedes Kind hat so ein Gefühl wie Christoph Kolumbus, ne, der hingeht und sagt, ich habe eine Idee und ich fahre mal in die Welt hinaus. Also die ganze Welt ist so ein Ozean und drumherum und das schaffe ich. Also in die Welt hinaus zu fahren, ohne einen Bezugspunkt zu haben, ist ungeheuer stressig und das schaffen nur ganz wenig Leute. Deshalb braucht man sozusagen einen Bezugspunkt. Und dieser Bezugspunkt ist der Vater. Der Vater ist emotional in dir, also zu 50% als genetischer Charakter, wenn du so willst. Ja? Und wenn die Mutter gut über den Vater geredet hat, dann fällt es leicht, zu dem Vater zu gehen und zu sagen, jetzt erklär mir mal deine Welt. Und dann erklärt der Vater, wie er die Welt sieht, wie er die macht. Da ist so mehr Grobmotorik, weniger Feinmotorik. Es ist ein anderes Denken. Es ist eine andere Philosophie in mancher Hinsicht, ja, so eine andere Wertvorstellung auch. Und dann lernt er die kennen und kann dann zur Mutter gehen und sagen: Du, jetzt habe ich den Vater wieder verstanden. Schön, dass du mich zum Vater gelassen hast. Du bist eine gute Mutter. Und die Mutter geht hin und sagt: Ja, der Vater ist ja auch okay. Der ernährt mich oder der ist gut zu mir, so, ja, in einer gewissen Weise, werde wie der Vater und dann kriegt ein Kind ein sicheres Gefühl, wie es werden kann und es kriegt Sicherheit und hat relativ wenig innere Konflikte, die, wenn es sie die nicht leben darf, krank machen. Okay, ja, das. Also das nennt man dann eine Somatisierungsstörung, wenn ich also das, was ich eigentlich. Genau, das schreibst du jetzt rein, der junge Mensch hat recht, genau. Darum geht's, ne? Ja, das steht ja eigentlich im SGB VIII, denn jeder junge Mensch hat ein Recht auf Förderung seiner Entwicklung und auf Erziehung zu einer selbstbestimmten, eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit. Das hat ja auch direkt mit unserem Grundgesetz zu tun, ja. Man hört es ja auch raus, die Schutz der
Person, die Würde des Menschen. Und das, was du jetzt erklärt hast von der Melanie Klein, ist ja eigentlich genau dieses Grundprinzip in der Familie. Das heißt, wenn das Kind beide Eltern hat, dann kann es sozusagen zwischen den Eltern hin und her gehen, kann beide Anteile sehen, kann sich mal was trauen beim Papa, bei der Mutter wieder Zuflucht finden, ja, und im Geborgenen sein. Da ist ja auch die Mutter in bestimmten Bereichen diejenige, die mutiger ist als der Vater, ja, kann ja sein. Und in diesem Wechselspiel zwischen den Eltern kann das Kind seine eigene, wie es hier heißt, ja, im Paragraph 1, Absatz 1, SGB 8, ja, also ganz vorne drin im Sozialgesetzbuch, kann es seine eigene, selbstbestimmte, eigenverantwortliche und gemeinschaftsfähige Persönlichkeit entwickeln. Da ist doch alles drin, oder? Selbstbestimmt, wer bin ich in dieser Familie? Eigenverantwortlich, was habe ich von meinen Eltern gelernt, damit ich selber machen? Und gemeinschaftsfähig, die Familie ist ja der Nukleus, ist ja der Anfang der Gemeinschaft. Völlig recht. Jetzt habe ich da aber ein Problem, wenn ich das lese. Und das Problem ist, hier steht jeder junge Mensch und hier steht nicht jedes Kind. Damit sind auch Kinder gemeint. Ja, das kannst du sicher sein, aber ich lese etwas anderes. Und die Juristen, die achten sehr auf solche Unterschiede. Das ist ein guter Hinweis. Aber würdest du dann sagen, dass der BGH mit seiner Entscheidung im Widerspruch zu dem Paragraph 1 Absatz 1 steht und zu der Melanie Klein? Ja, das ist eine Frage, die ich jetzt junger Mensch sehe, weißt du? Wenn ich jetzt sagen wir so einen jungen Mensch sehe ab 16 oder 18, dann sind es ja Jugendliche, ne? Das andere sind Kinder, das wird ja auch unterschieden. Dann kann ich hingehen und das eine mit dem anderen vermengen und kann ich sagen, ja, ein Kind ist aber anders. Ein Kind muss jetzt erstmal bei der Mutter zu einer, also so zum jungen Mensch reifen, damit sowas realisiert werden kann. Und in einem Streit, wenn die Eltern streiten, kann das nicht realisiert werden, weil, aus irgendwelchen Gründen. Ja, deshalb ist mir die Formulierung als junger Mensch wichtig. Kinder sind etwas anderes als junge Menschen. Interessant. Das heißt, also du plädierst für ein Erziehungsmodell wie bei der Melanie Klein, dass ein Kind ja von Anfang an beide Eltern hat, weil das wichtig ist für seine Entwicklung. Aber der BGH könnte ja nach deiner Vermutung sagen, naja, solange das Kind noch kein junger Mensch ist, ist die Mutter zentral im Leben des Kindes. Das könnte der Fall sein, ja. Und das würdest du sagen, kommt dann aus der Historie der deutschen Geschichte. Ja, also die Aufgabe, im Grunde genommen die Aufgabe des BGHs ist ja, den Staat zusammenzuhalten. Und das geht nicht so in Einzelfällen. Also die überlegen sich mehr, unter welchen Bedingungen hält der Staat zusammen. Und die sind wichtig. Und die Einzelfälle sind nicht wichtig. Die werden Aber ist nur, es nicht so? Wenn soziologisch klar wird, die Entwicklung, es gibt eine ganz andere, eine neuere Entwicklung, die ich jetzt nicht mehr unter den alten Bedingungen erfassen und führen kann. Dann spielt es eine Rolle. Aber Einzelfälle gibt es immer, wo man hingeht und sagt, ja, da ist es halt so. Aber das spielt im Gesamtprozess der Aufrechterhaltung der Bundesrepublik Deutschland keine Rolle. Okay, es gibt ja Zehntausende von familiengerichtlichen Fällen, wo es ums Wechselmodell geht, ja, wo dann das vom BGH hergenommen wird und dann Kinder erleben, ich bin nur noch bei einem Elternteil, ja, und da ist doch die Gefahr, dass diese Kinder nicht zu einer selbstbestimmten, eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit heranreifen. Und dann ist es doch auch eine Gefahr für unsere Gesellschaft, weil solche Kinder, die sind dann auf einen Elternteil angewiesen, die haben nicht gelernt, ja, wie du sagst, zu kommunizieren, die haben nachher in ihrer nächsten Beziehung wahrscheinlich Probleme, die könnten sich radikalisieren nach links oder nach rechts, die haben nie erlebt, was es heißt, demokratisch zu leben innerhalb der Familie, ja, andere Meinungen zu tolerieren, sondern die waren immer nur einem Elternteil ausgesetzt. Das hat auch eine soziale Dimension. Es hat eine soziale Dimension. Es ist so, vorhin hat mich eine Bekannte angerufen, ja, und die hatte mir erzählt vom Wechselmodell ihrer Tochter in Belgien. Und die hat gesagt,
Weißt du, Wolfgang, das war für mich ungeheuer teuer, denn ich musste 150.000 Euro da reinstecken, weil meine Tochter das nicht machen konnte, um die Voraussetzung fürs Wechselmodell, also eine Wohnung, eine eigene Wohnung, die sie dann hat, zu realisieren. Und das ist für viele Leute nicht machbar. Also es geht ja nicht nur um Kommunikation, sondern es geht häufig auch darum, welche Voraussetzungen muss ich haben, damit ich ein Wechselmodell realisieren kann. Also habe ich genügend Geld zum Beispiel, um zwei Wohnungen aufrechtzuerhalten und zu bezahlen? Oder geht das gar nicht? Und ich habe gar nicht die Möglichkeit, die Kinder zu mir zu nehmen, weil ich die Wohnung gar nicht habe, wo sie spielen können oder übernachten können. Ja. Ja, Also das ist ja klar, ohnehin ja, aber weißt, mehr für. wenn der BGH jetzt eine andere Rechtsprechung machen würde oder der Gesetzgeber sagt, von Anfang an Wechselmodell ist Standard, dann können die Eltern ja selber schauen, ja. Dann kann ein Elternteil sagen, hey, ich bin erst in 6 Monaten so weit, dass ich da eine Wohnung habe und dann können wir das machen. Und dann ist aber klar, das Wechselmodell wird vom Staat garantiert. Dann habe ich ja die Möglichkeit. Aber beim BGH habe ich die ja gar nicht. Wenn der BGH sieht, hey, ihr kommuniziert nicht miteinander, ihr geht vor Gericht und einer von euch will genauso viel Kontakt zu den Kindern wie der andere, dann spielt es keine Rolle, ob du dir die Wohnung jetzt leisten kannst in 6 Monaten oder nicht, ja, sondern die Frage ist, kommuniziert und kooperiert ihr? Also es gibt da dieses Kriterium und dann kommst du nicht mehr rein, dann kriegst du das Wechselmodell nicht mehr. So recht. Vielleicht noch eine andere Frage, gerade für dich als Psychotherapeut. Wenn der BGH eine Person wäre, ja, also personifizieren wir den mal, welche Diagnose würdest du stellen? Also das ist sehr schwer, ne? Also jetzt mal. Es ist ja eine spannende Frage, ne? Und jetzt weiß ich nicht, ob ich mich darauf einlassen könnte. Aber ich kann mich ja mal annähern, spaßenshalber. Also zunächst mal sind Leute, die, sagen wir so, in Aktensuchen sind, zum Trend her eher wenig emotional. So, was sind denn wenig emotionale Leute, wenn ich das umsetzen würde? Dann würde ich sagen, die sind eher so perfektionistisch zwanghaft. Ja, in so einer Weise. Und dann, jetzt, wenn ich jetzt mal hingehe und sage, die malen eher so schwarz und weiß, ja, dann wäre das ein Hinweis, aber bitte keine Diagnose. Eine Diagnose zu stellen, das ist vermessen und das würde ich nicht tun. Eine Organisation. Aber ich kann mich erinnern, dass so ich ein interessantes Buch habe, das heißt, warte mal, wir Psychotherapeuten. Und da schreiben so berühmte Psychotherapeuten so aus unserer Gegenwart. Ja? Und die sagen im Grunde genommen in einer Organisationsstruktur, also jetzt geht so psychoanalytisches Institute werden, weil man da nicht wachsen kann, ja, werden dann sozusagen, geht das Wachstum nach außen und nach unten. Und die sagen, was die produzieren, sind im Grunde genommen Borderliner. Aber wenn die Borderliner produzieren, dann müssen die auch eine Borderline-Struktur haben. Also ich käme dann sehr nah dran zu sagen, was produzieren die denn, was sind denn da so für Leute? Und da wird so was Zwanghaftes, Gehorsames mit einer Tendenz zum Borderline irgendwie, na, so gemacht. Und wenn ich dann so jetzt mal das weiter untersuchen wollte, dann müsste ich hingehen und sagen, ich untersuche mal die Kinder, die. Was ist aus denen geworden, die unter der Entscheidung des Familiengerichtes gelitten haben und was haben die für Krankheiten bekommen? Da würde ich wahrscheinlich mehr Krankheiten kriegen als bei Leuten, die das nicht gemacht haben. Ich würde da so mehr Somatisierungsstörungen finden. Und dann habe ich da natürlich auch so etwas, was jetzt keine Diagnose ist, aber zumindest mal die Atmosphäre einer Familie kriegt, wo sowas entsteht. Und das finde ich jetzt nicht gut. Also
Ich denke, da muss mehr Kommunikation, mehr neuere Forschung rein. Also bei den Entscheidungen des Gerichts und auch, wie die Jugendämter diagnostizieren und bewerten und gutachten. Ich stelle mir vor, haben wir vorhin schon besprochen, der BGH als Elternteil, ja, du stehst als Kind vor diesem übermächtigen Vater, dieser übermächtigen Mutter, die ist größer als du, ja, so wie ich als erwachsener Vater vor dem BGH stehe, ja, oder vor dem Familiengericht, die sind größer als ich, die haben viel mehr Macht als ich, ja, die haben quasi eine Vater-Mutter-Position, was die Macht angeht. Und ich bin das arme Kind, das vor Gericht geht, ja, und dann entscheiden die über mein Schicksal. Und wenn ich jetzt als Kind, ja, immer zu einem Elternteil hingehe und ein Geschwisterchen habe, mit dem ich mich streite, und immer wenn es einen Streit gibt, weiß ich, okay, jetzt kommt mein Papa oder meine Mama, sagt zu mir, hört auf zu streiten, sonst nehme ich einem von euch das weg. Ja, sagen wir, wir streiten über ein Kuscheltier, ja, das wir beide jetzt haben wollen. Wir streiten darüber, welchen Film wir gucken, ja. Und dann ist es ja immer so ein Zufallsprinzip, wem nehme ich was weg? Und du hast es ja gar nicht in der Hand, ja. Das ist völlige Willkür. Und es hat auch was Borderline-mäßiges, weil es wird etwas, was für dich wichtig ist, ständig von dir abgespalten. Rein willkürlich, ja. Einfach nur, weil du es verteidigen willst gegen jemand anderen. Etwas, was dir wichtig ist, was du haben willst. Und dann entscheidet dieser übermächtige Mensch darüber, ob du es behalten darfst, aber nicht. Aber er macht es einfach nur nach dem Kriterium, dass ihr euch nicht selber darum kümmern könnt, ja, und es selber hinkriegt. Deshalb hast du eine 50-50-Chance, es zu verlieren. Also anders gesagt, das 50-50-Wechselmodell wird verhindert durch eine 50-50-Bestrafung. In dem Sinne, dass du eine 50-50-Chance hast, das Wechselmodell, die Kinder zu kriegen oder nicht, aber das Wechselmodell kriegst du auf keinen Fall. Ja, also fangen wir mal an, wie du das geschildert hast. Wenn du einen übermächtigen Mann hast und dich nicht getraust, gegen den übermächtigen Mann etwas zu sagen, kriegst du so eine phobische Struktur, also eine Angststruktur. Ja, also im Grunde genommen hast du Angst. So, das ist jetzt auch schon viele Jahre alt. Da gab es mal einen Analytiker, der hieß Horst Eberhard Richter. Das war einer, der so in der Uni Gießen oder Marburg, ich glaube, Gießen, so angefangen hat, mit Familien zu arbeiten und der sich dann also als Atomgegner auch so einen Namen gemacht hat. Ne? So in die, und der sagte, wir sind eine Gesellschaft von Angstneurotikern. Angstneurotiker heißt im Grunde genommen, wir haben Angst vor der Autorität. Das ist so das eine. Also da wäre ich jetzt nicht bei Borderline, sondern erstmal bei Angst. Ja? Ich habe Angst vor der Autorität. Und die hast du irgendwie offensichtlich nicht, also oder weniger so als andere. Und deshalb tust du auch Dinge, die sich andere nicht getrauen oder die dann, wenn sie auf deiner Seite sind, so Angst kriegen, weil die dann also diese Reife noch nicht haben, zu sagen, ich setze mich mit einer Autorität zusammen, sondern die sagen, da werde ich bestraft, das will ich nicht, also gebe ich lieber nach. Das wäre die eine Seite. Die andere Seite, was die beiden Kinder betrifft, dann ist es im Grunde genommen, da geht es ja um Neid. Ja, und da ist die Unfähigkeit dann der alleinerziehenden Mutter, hinzugehen und zu sagen, wie kann ich diesen Neid zwischen den Kindern eigentlich bearbeiten? Das setzt auch eine emotionale Reife voraus, das zu benennen und zu sagen, wie können wir da Kompromisse machen? Auch für die Kinder. Das ist eine Begleitung. Ja, und da sehe ich, ich weiß jetzt nicht, ob das die Aufgabe des BGHs ist, sowas zu ermöglichen schon, aber dann brauchst du ja einen reifen und einen unreifen Partner. Also wenn du den zum Vater schickst und der hat die gleiche Lösungsmöglichkeit wie die Mutter, nämlich über Neid nicht anzusprechen und weiß auch nicht besser, dann ist den Kindern nicht geholfen, außer dass sie sagen, na, du bist, Papa und Mama sind gleich. Aber eine emotionale Hilfe im Umgang mit Neid haben sie von beiden nicht gekriegt. Ja, und deshalb denke ich, wäre der Ansatz, so modernisieren des Bestehenden und hinzugehen und zu sagen, ich sorge dafür,
dass durch Unterstützung die Eltern emotional reifer werden, damit sie ihre Kinder besser erziehen. Und das läuft, indem sie beide mehr miteinander kommunizieren und ich auch meine kommunizieren müssen. Und wenn das BGH hingeht und sagt, es ist nicht Aufgabe des Staates, diese Kommunikation, also dieses Kommunikationsdefizit zu erzwingen, jetzt weiß ich nicht, ob es erzwingen wäre, ich würde es eher als Unterstützung sehen. Also wir werden ja vielen Bereichen unterstützt, finanziell, also so, ne, in so im Bereich so Harz und so. Oder und da denke ich, wäre eine Unterstützung sehr viel sinnvoller, da Geld zu investieren und zu sagen, ich mache etwas, dass die Eltern besser miteinander auskommen. Das läuft über. Unterstützung, also so emotionale Verbesserung. Also dann ist es so, dass der BGH tiefenpsychologisch betrachtet, zumindest mit dem Neid eines Elternteils, ja, der die Kinder für sich behalten will, die Kontrolle haben will, und der andere Elternteil aber sagt, ich will hier keine Kontrolle, sondern ich will, dass die Kinder beide Eltern haben, ja. Ich würde mal unterstellen, das ist der weniger neidbehaftete Elternteil, ja, dass der BGH aber sagt, hey, das ist quasi eine Neidsituation und in der Neidsituation bevorzuge ich jetzt einen Elternteil, ja, quasi ein Kind. Das heißt doch, dass der BGH oder die Familienrichter, ja, die dann aufgrund der BGH-Entscheidung entscheiden, eigentlich auch ein Lieblingskind haben, ja. Also wenn wir jetzt mal weiter so in dieser Personifizierung bleiben und sagen, okay, der BGH hat hier eine autoritäre Erziehungslogik, wird er dann auch immer den Elternteil bevorzugen, der das Wechselmodell nicht will, weil der ja dann die Kontrolle über die Kinder will und diesen Führungsanspruch oder Führeranspruch hat, ja, den ja der BGH verlangt? Ich bin jetzt ein bisschen auf einer anderen Ebene stehen geblieben. Also jetzt gehen wir mal eine Ebene tiefer, ja, und gehen wir mal, sagen wir, in den lokalen Bereich rein. Also BGH, das ist jetzt etwas, der vorgibt und der gibt ja im Grunde genommen zu der einen Seite vor, indem er hingeht und sagt, ich differenziere jetzt nicht zwischen Männern und Frauen und sage nicht, der Mann muss es kriegen oder die Frau muss es kriegen. Das machen ja dann die Richter, die hingeht und sagt, da wo der BGH keine Entscheidung trifft, treffe ich eine Entscheidung. So, also wenn ich jetzt sozusagen auf Neid treffe und Neid nicht bearbeiten kann und dem ausweiche, dann tue ich das auch aus einem bestimmten Grund, nämlich weil ich Angst habe vor der Neidwut. Ja, und wenn ich jetzt, also ich versetze mich jetzt mal in die Rolle eines Richters, dann gehe ich hin und sage, ich gebe demjenigen die Kinder, mit dem ich die wenigsten Probleme habe. Und die wenigsten Probleme habe ich heute mit dem, der die meiste Wut hat. Und wenn ich dann nachgebe, ist der beruhigt. So, also bleiben wir mal bei dir. Ne? Wenn man dich hätte ruhig stellen wollen, so, dass du diese ganze Arbeit nicht machst, dann hätte man dir die Kinder geben können, dann gibt es Freifach nicht. Aber dann hatte man offensichtlich die Angst, wie die Mutter reagiert. Die ist eine Vertreterin des Staates, die ist Lehrerin. Und da hat man wahrscheinlich auch das Gefühl, ich habe eine Verantwortung für den Staat und ich möchte, dass der Staat funktioniert, also werde ich die im Staat arbeitet, schützen. Also die Organisationsstruktur bleibt sozusagen erhalten, während du als nichtstaatlicher Bürger weniger eine Gefahr bist. Da kann man sich manchmal täuschen. Und kann es auch sein, dass Richter, die ja mit ziemlich viel Macht ausgestattet sind, ja, dass die resonieren mit einem Elternteil, der auch diesen Machtanspruch hat in der Familie? Das kann sein, ja. Also auch die richterlichen Entscheidungen beruhen im Grunde genommen auf Gefühlen.
Ja, so die gegenwärtige Forschung sagt, dass im Grunde genommen du Gefühle hast und dann Millisekunden später kommt im Grunde genommen erst die Entscheidung, die die Gefühle, die du hast, repräsentiert und unterstützt. Und natürlich geht ein Richter hin und sagt, ich mag dich oder ich mag dich nicht, der kriegt sie oder kriegt sie nicht. Das fällt innerhalb von wenigen Sekunden. Also in Okay, vielen Fällen. und Ja, so. lass uns vielleicht mal noch den ganzen Komplex ein bisschen erweitern und dann auf die Community-Fragen eingehen, wenn du noch Zeit hast. Ja, gerne. Okay. Also diese, ich sag mal, die autoritäre Erziehungslogik des BGHs, die sehe ich mittlerweile in allen Entscheidungen. Also wir haben ja gerade den Fall Margab Heiden auf Freifam, wo viel berichtet wird von uns darüber. Und da ist es ja so, dass die Mutter eine eidesstattliche Versicherung abgegeben hat beim Gericht und eigentlich nur beschrieben hat, dass das Kind angeblich nicht zum Vater wollte, weinte und der Vater hat das Kind dann mitgenommen. Die Mutter hat nicht wirklich gesagt, ich will nicht, dass du das Kind mitnimmst, ja, aber sie hat es dem Gericht so geschildert und das war dann für das Gericht Grund genug, dem Vater, ohne den Vater anzuhören, ja, in einer Eilentscheidung erstmal einen Umgangsausschluss reinzudrücken. Das heißt sozusagen, der Vater darf erstmal keinen Kontakt zu dem Kind haben. Und das zeigt für mich diese autoritäre Erziehungslogik, ja, diese Vorstellung, dass es dem Kindeswohl entspricht, dass die Eltern mit einer Stimme sprechen müssen, weil da war ja die Situation so, der Vater hat etwas gemacht, was die Mutter nicht wollte, ja. Und dann sagen die, das ist eine Gefährdung des Kindes. Und dann sind wir doch wieder bei dieser autoritären Logik. Also im Gegensatz zu dir würde ich jetzt nicht hingehen und sagen, das ist alles BGH, sondern das BGH gibt was vor, aber die Richter auf einer unteren Ebene erfüllen es mit Leben. Ja, und da würde ich sagen, Genau. dass die Richterin im Grunde genommen durch die ungeheure emotional beeinflussende Schreibweise von Marx' Ehefrau sich hat beeinflussen lassen und dann sofort in einer emotionalen Entscheidung war, die Mutter ist die Gute, der Vater ist die Böse, ich muss die sofort helfen und unterstützen. Das ist ein emotionales Problem, wo ich hingehe und sage, da würde ich erwarten, dass die Richter ein bisschen mehr Erfahrung haben im Umgang mit solchen Gefühlen. Und das ist auch meine Erfahrung, also jetzt mal auf einer anderen Art und Weise. Ja, im Umgang mit einem Nachbarn früher, wo ich sage, der war so geschickt, sich immer als Opfer darzustellen und die Richter, die waren immer auf ihre Art und Weise uns hingegangen und haben gesagt, der Dr. Ganz ist der Böse, der ist der Aggressor, obwohl es ein Schläger war, ein früherer Schläger, ja, und weiß der Kuckuck, was es da für Verbindungen gibt. Und ich kann mich erinnern, als so ein Polizist kam, aus meinem Ort, der hat mich so böse angeschaut und hat mich im Grunde genommen verurteilt. Und es war erst im längeren Gespräch möglich, hinzugehen und dass der aufgetaut ist und gesagt hat, naja, so schlimm ist der ganz doch nicht, er hat doch gar nichts gemacht oder so. Ne? Ist es Aber nicht, das also sind so emotionale Fallen, ja, wo genau. die Kinder auch, also wo die Kinder auch so gefordert sind, weil die sich an die Überemotionalität der Mutter anpassen können und dann können solche Leute nicht lernen, weißt du, weil du dich nur mit dieser Emotionalität, was macht meine Mutter schon wieder, was meint sie? Und dann ist der Fokus die Emotionalität und dann werden das emotional hochdifferenzierte Leute, ja, aber die keine Orientierung haben, sondern die Orientierung ist immer nur die emotional instabile oder weniger instabile oder weniger stabile Mutter und da fehlt es dir so an Lernen, dass du dich konzentrieren kannst, also dieses Lernen, das faktische Wissen nicht wichtig ist, das dient dir nicht zum Überleben, sondern die emotionale Unausgeglichenheit, hast du manchmal das Gefühl, die muss ich in den Griff kriegen, damit ich überleben kann. Ja, und da braucht man im Grunde genommen eine stabilere Person. Manchmal ist es halt ein Psychotherapeut, aber eigentlich ist es ja die Aufgabe des Vaters oder eine Psychotherapeutin. Ja, und dann ist es die Frage, also ich denke, wenn man so einen emotional instabileren hat, braucht man auch einen stabileren Gegenpart. Die streiten sich natürlich.
darüber. Ja, aber das Kind lernt zumindest da auch stabileres Denken und stabileres Fühlen und findet einen Weg aus der, wie soll ich sagen, verwirrenden Emotionalität der Mutter oder des emotional instabilen Vaters. Ne? Insofern ist es wichtig und ich denke, da muss etwas getan werden, weil unsere Gesellschaft immer jetzt auch durch die Medien immer instabiler wird. Also früher, weiß ich, hat man lange Zeit gewartet, um jemanden zu kämpfen, aber jetzt wirst du ja ständig, kriegst du ständig Informationen und änderst ständig den Standpunkt. Na, also wenn du mal so unsere Werbung siehst, so, da hast du was, hast einen emotionalen Höhepunkt und dann kriegst du die Werbung reingeworfen, dann wirst du unterbrochen, bist plötzlich auf einem ganz anderen Gebiet und dann sollst du wieder zurückkommen. Und es gibt nicht so einen schwingenden Bogen, wo du sagst, ich beginne und es hat ein Ende und dann geht es weiter. Also mit TikTok noch viel schlimmer. Noch viel schlimmer, hast du recht. Ich finde das interessant. Ist gesellschaftlich und ja. Da denke ich, sollte man was dagegen tun. Also du brauchst also, im Grunde schließt sich ja der Kreis, ja, wenn man. Du hast gesagt, die Richterin im Fall Mark Abheiten hat da aus einer Emotion heraus entschieden. Ja. Ist es ja eine Richterin, die, also ich spekuliere jetzt mal, ja, die muss ja, also der ihr Denken und Fühlen muss so geprägt sein, dass sie eine Bindung zu einem Elternteil hatte. Und dass sie sagt, der Elternteil ist wichtig, ja, den muss ich unterstützen. Ja, damit es dem Kind gut geht, da projiziert sie ja wahrscheinlich ihr eigenes Leben rein. Wahrscheinlich war für sie die Mutter überlebenswichtig, der Vater war nicht wichtig. Da sind wir wieder bei der Nachkriegssituation, ja, wo die Väter weg waren, gestorben, in Gefangenschaft, wie auch immer, ja, und die Mütter das alles stemmen mussten. Da schließt sich doch der Kreis. Und genau das müssen wir durchbrechen, weil was ich da sehe, ist, in den Beschlüssen des BGH und wie du richtig sagst, das ist dann das Rahmenwerk für die Familiengerichte, Amtsgerichte, Oberlandesgerichte, auch für die Jugendämter, ja, die orientieren sich alle daran. Der BGH hat hier etwas geschaffen, was immer noch in dieser Autoritär-Tradition drin ist und nicht in der demokratischen Tradition. Wir müssen rüberkommen in die demokratische Familienstruktur. Und die ist das Wechselmodell, weil wir haben hier im Nukleus die plurale Familie, wie es die Melanie Klein auch will, die sagt, das Kind braucht von Anfang an Vater und Mutter, um sich selbstständig zu entwickeln, um die unterschiedlichen Pole zu haben. Ja. Plural fängt bei zwei an. Ja. Plural ist nicht eine Person, ist nicht das, was der BGH will, mit dem einen Elternteil, wo das Kind dann halt hin muss, wenn die Eltern nicht kooperieren, sondern Plural heißt, ihr seid gleichwertig. Das Kind braucht euch beide, um eure unterschiedlichen Meinungen kennenzulernen. Und es darf nicht davon abhängen, ob ein Elternteil jetzt die Kommunikation und Kooperation abbricht und deshalb gar nichts mehr stattfindet. Da müssen wir doch hinkommen. Das wäre wünschenswert, ja. Okay, dann gehen wir noch zu den Fragen der Community. Und die hängen alle da mit zusammen mit dem Punkt, wo wir jetzt sind. Also einer hat hier gefragt, interessant wäre der Zusammenhang von narzisstischer Persönlichkeitsstörung und vorsätzlicher Entfremdung durch einen Elternteil. Denn dieser Komplex wird durch die gegenwärtige Rechtslage manifestiert und unterstützt. Nur das Wechselmodell kann Kinder vor narzisstischem Missbrauch schützen. Naja, nun ist es schwierig, ne? Was ist Narzissmus? Also im Grunde genommen ist ein Narzisst einer, der so ein schwaches Kleines hat, also so ein, wenn man das so mal als inneres Kind bezeichnen will, so wenig Selbstwertgefühl und dieses geringe Selbstwertgefühl aufbaust durch so was Großes. In der Kommunikation ist das ein Narzisst im Grunde genommen immer der Gewinner sein will. Also in den meisten Fällen so, ne? Gibt auch andere, aber ja, gehen wir davon aus, so, der will immer der Gewinner sein. Und im Grunde genommen kann der nicht auf Augenhöhe kommunizieren.
Also wenn du mit einem Narzissten zusammen sein willst und du willst auf Augenhöhe kommunizieren, dann wird es schwierig, weil er hingeht und sagt, das halte ich nicht aus. Ich muss das Gefühl haben, dass ich immer der Chef bin. Oder ich bin der bessere Vater, also der Der bessere Elternteil oder bessere die Partner bessere oder Mutter. so. Also ich muss immer der Chef sein. Das heißt, die Kindererziehung ist dann im Grunde genommen auch so, Kind, du darfst nicht größer werden als ich. Das heißt, ich beschränke das Wachstum. Nun kann man hingehen und sagen, vielleicht ist es gesamtgesellschaftlich oder weltpolitisch gut, weil wir im Grunde genommen zurückfahren müssen und wir müssen uns an den Gedanken gewöhnen, wir kriegen nicht alles. Also, na so, also wir müssen uns hinsichtlich Verzicht trainieren. Da könnte man hingehen und sagen, naja, unter diesen Gesichtspunkten ist vielleicht ein narzisstischer Vater gut, weil der mich nicht wachsen lässt, aber ich muss dann auch innerlich zufrieden sein. Als Reaktion darauf kann ich sagen, wenn ich groß bin, mache ich aber doch, was du willst, und dann übertreibe ich. Ja, das wäre dann weltpolitisch betrachtet nicht gut. Aber wir wollten ja auf den Zusammenhang kommen mit, liest du mir das nochmal vor? Ja, halt immer im Hinblick auf die Familienrechtsprechung in Deutschland zum Wechselmodell. Also da ist die Frage, also der Vorwurf ist im Grunde, dass die Rechtslage eigentlich dem narzisstischen Elternteil hilft, weil das Wechselmodell verhindert wird, wo das Kind ja dann dem Narzissmus nicht so ausgeliefert wird, haben wir ja auch in meinem Beispiel besprochen. Und warum ist es Also, so, dass eigentlich immer dieser narzisstische Elternteil oder zumindest der Elternteil, der das Kind psychisch kontrollieren will und hauptsächlich für sich haben will, dann vom Gericht bevorzugt wird? zunächst mal wage ich zu bezweifeln, dass es immer um Narzissmus geht. Also bleiben wir mal bei deiner Frau, da geht es nicht um Narzissmus, sondern da geht es einfach Ex-Frau. um Ex-Frau, verzeihung. Wichtig. Das ist wichtig. Da geht es im Grunde genommen darum, dass die Richter eher hingehen und sagen, das ist eine Beamtin, die ist mehr auf unserer Seite und die prüfen nicht, ob es narzisstisch ist. Also die Frage, ob es narzisstisch ist, wird überhaupt nicht geprüft und deshalb kann ich da keine Aussage machen. Dann müsste ich also jetzt sagen, wir erstmal vielleicht 5000 Leute fragen, die das bekommen haben, haben die narzisstische Strukturen oder nicht. Die können auch andere haben, psychopathische Funktionen zum Beispiel, oder die können tatsächlich die besseren sein. Ja, also mir fällt es schwer, hinzugehen und zu sagen, alle, die das kriegen, sind Narzissten. Das halte ich für falsch. Okay, nächste Frage. Bleiben wir also auch mal bei dem Markt abhalten, ne? Also ich habe nicht das Gefühl, dass die Frau also so eine Narzisstin ist, sondern die ist einfach emotional besser. Also die ist, wenn man so will, gestörter als der Markt. Abhaltendes war, ja. Aber da würde ich jetzt nicht die Diagnose Narzissmus stellen. Okay. Nächste Frage. Wie ein Elternteil mit seiner autoritären Art immer wieder durchkommt, das Wechselmodell zu verhindern. Bei mir sind es aktuell Lügen und Vorwürfe, nicht fähig zu sein, die Hausaufgaben zu machen. Ich war in dem Bereich sogar beruflich tätig. Warum sieht das kein Richter? Wie kann man einen Elternteil umziehen lassen, wenn klar ist, dass damit das Wechselmodell verhindert wird? Also das eine ist, warum das die Richter nicht sehen, weiß ich auch nicht. Also da sind die irgendwie so blind. Und was heißt, wie kann man einen Elternteil nicht umziehen lassen, um das Wechsel zu machen? Umziehen lassen. Also es kommt ja oft vor, dass dann nach der Trennung ein Elternteil einfach mit dem Kind umzieht, 400, 600 Kilometer weiter weg. Und dann ist das Wechselmodell natürlich gar nicht möglich. Der Staat sollte hier eigentlich sagen, Moment, du darfst nicht umziehen, du musst da bleiben. Ihr habt das, beide das Sorgerecht, damit das Kind auch beide Eltern hat. Also das ist ja eine juristische Frage, denke ich. Ich weiß es auch nicht. Aber was ich so denke, was ich so weiß von den Juristen, wägen die ja auch verschiedene Rechte miteinander ab. Ja, also Individualrecht zum Beispiel, darf ich reisen, ist das wichtiger als Familienrecht oder? Und da werden die Entscheidungen treffen. Also nach juristischen Kriterien. Diese juristischen Kriterien kenne ich nicht. Aber ich kann mir vorstellen, dass es schwer ist, dass man sagt, du musst jetzt da bleiben, weil. Ja, Ich denke, also und manchmal die ist es dann so, BGH.
kann sein. Also ich denke so, manchmal ist es auch wichtig zu verstehen, warum streitet sich eigentlich meine Ex-Frau oder mein Ex-Mann so mörderisch mit mir, dass er mir so wehtun will. Und ich denke, also so meine Erfahrung ist, dass ich dann auch mal in mich reingehen muss und fragen muss, was trage ich eigentlich dazu bei? Ja, das Und ist ja genau. Wenn ich so weiß, Ah, was das ich sind ja dazu unterschiedliche beitrage, Ebenen. das sind Ja. unterschiedliche Ebenen. Ne? Also wenn ich weiß, was ich dazu beitrage, dann kann ich auch mit dem anderen anders reden. Ich kann hingehen und sagen, ich weiß, ich trage dazu bei, dass das so ist. Ich bemühe mich, hältst du es noch aus? Ja, genau. Aber wenn es ja so ist, also ich würde so antworten auf die Frage, die BGH-Rechtsprechung, also die Rahmenrechtsprechung für die ganze Familienrechtsprechung, sagt ja, dann muss das Kind zu einem Elternteil, ja, wenn ihr das selber nicht hinkriegt. Dann hat ja die Familienrechtsprechung immer das Interesse, wie wir gesehen haben, ja, dass dieser Elternteil auch dominiert. Ja. Du musst loyal sein zu dem dominanten Elternteil. Und wenn der dann wegzieht, dann denkt sich doch dann das Gericht, ja, also denklogisch von dem her, was der BGH entschieden hat, ist doch toll, dann zieht diese Mutter oder der Vater mit dem Kind weg, den wir eh bevorzugen, ja, und hat dann ja noch bessere Kontrolle, weil der andere nicht immer 600 Kilometer hinterherreisen kann. Das passt ja dann in diese Logik rein. Das ist eine Form von Logik, die kann sein. Eine andere Logik kann sein, dass das Gericht denkt, wenn die Frau weggeht oder der Mann weggeht, ist ja egal, ist der andere Partner so unerträglich, dass die Beziehung nur besser ist, wenn die weg ist. Also Distanz schaffen, das gibt es ja auch in der Rehabilitation. Ja? Also wenn die Ehenstreitereien so sind, dass Frau oder Mann irgendwie krank gehen, dann bringt man die erstmal so für 4, 6 Wochen in eine psychosomatische Klinik und dann sind die erstmal weg. Manchmal merkt der Partner, wie sehr die braucht. Und wenn man zurückkommt, ist, oh, ich habe dich so vermisst, das war sehr schön. Oder die andere, also der Rehabilitant, der geht dann hin und sagt, jetzt weiß ich auch, es geht's andere, ich komme gestärkt zurück, ich lasse mir nicht mehr alles gefallen. Also das ist ja auch eine Lösung, dieses Problem zu lösen. Und Denkst du? Weil es geht ja, das Kind hat ja nichts davon und wenn du getrennt bist von deinem Partner, hast du ja auch kein Interesse. Das wissen, also ich glaube, wir vermischen da zwei Ebenen, weil das eine ist das Rechtliche, ja. Und das Rechtliche schafft die Rahmenbedingungen. Und du guckst es halt als Psychotherapeut an. Du würdest halt gerne den beiden Eltern helfen, ja, und sagen, guck mal in euch, was sind die Probleme, damit ihr, weil wenn ihr euch die anschaut, könnt ihr auch euren Kindern besser helfen, damit die diese Probleme nicht dann wiederholen, wenn die eine Beziehung haben, ja, damit die Traumata oder was immer da ist, ja, Verhaltensmuster durchbrechen können. Aber ich glaube, die zwei Ebenen dürfen wir nicht vermischen. Weil wenn es doch so ist, dass die Familienrichter innerhalb der BGH-Rechtsprechung sagen, ist gut, dass die Mutter oder der Vater wegzieht, dann ist Ruhe, ja, im Sinne von, dann kannst du dominieren, dann kannst auch du nichts mehr machen, dann hast du keine Chance mehr irgendwie den Elternteil, der weggezogen ist, jetzt komplette Kontrolle über das Kind hat, noch zu irgendwas zu bewegen, dass der sich mit seinem Verhalten auseinandersetzt und es reflektiert, weil dann hat er die Dominanz und hat quasi die Macht und die korrumpiert und dann muss ich nicht mehr überlegen. Ja, das ist schon wahr, aber ich merke, da haben wir so unterschiedliche Erfahrungen. Manchmal ist es wirklich unerträglich, mit dem anderen in der Nähe zu sein und du kriegst einfach keine Kommunikation hin, weißt du? Aber wenn Also die Eltern getrennt sind, weißt, also bei mir ist es ja so, ich treffe doch meine Ex-Frau gar nicht mehr, ja? Also das ist eigentlich so, wie wenn die 600 Kilometer weiter weg wohnen würde. Die interessiert mich auch null, ja. Ich will mich mit der nicht treffen. Ich habe da meine guten Gründe dafür. Und trotzdem kann ich doch meine Kinder erziehen. Und ich kann ja für mich reflektieren, was war da in der Vergangenheit? Was will ich meinen Kindern Neues vermitteln? Wie will ich mich anders verhalten den Kindern gegenüber? Das kann ich ja alles trotzdem machen. Ja, aber deine Ex-Frau hat im Grunde genommen den Job da, wo sie sagt, er gibt mir Stabilität und die kann auf ein Familiensystem zurückgreifen, wo sie sagt, das stützt mich auch. Und wenn ich das zum Beispiel nicht habe, also gesetzt den Fall, ich bin mit irgendjemandem wohin
gezogen. Dort klappt es nicht mehr. Ich habe hier kein soziales Netzwerk, das mich abstürzt. Dann gehe ich hin und sage, weißt du, hier halte ich es nicht aus. Ich habe niemanden, der mir wo ich meinen Ärger loslassen kann. Dann gehe ich wieder zurück, vielleicht zu einem Partner, der mir hilft, oder in meine alte Familie, wo ich weiß, da werde ich wieder aufgefangen. Und Also dann das bist du muss ich auch sehen. Also. ja, dann bist du quasi in deinem vorigen Leben drin, vor der Beziehung, aus der das Kind stammt. Und dann entziehst du ja dem Kind die Möglichkeit auf ein neues Leben sozusagen, indem Das es würde ich da nicht bleibt, sagen. wo. Also das ist, ich entziehe dem Kind, sagen wir, den Vater. Ja, sage aber, wenn du älter bist, kannst du dahin. Aber die neuen Möglichkeiten sind ja dann da. Da lernen den Großvater und die Oma kennen und die können ja auch stabilisierend wirken und durchaus auch ein Vorteil sein. Muss ja nicht immer der Vater sein oder die Mutter, weißt du? Ja, aber es ist ja nicht die beste Lösung, ja, weil das Kind hat ja nicht direkt die Gene von den Großeltern. Und wenn es dann nur die Auch. Großeltern von mütterlicher Seite sind, dann ist es quasi eine Übermacht dieses Genpools oder der Verhaltensmuster, Denkmuster der Mutter, ja. Also dann hast du diese Triangulierung nicht wie bei der Melanie Klein. Dann hast du eine Übermacht. Ich sehe, du willst also festhalten an dem, okay. Die Ja, Gene, nee, die sind. so sehe Ah. ich es halt. So Ja, sehe ich so. es halt. Hier gibt es noch eine neue Frage. Kann das autoritäre Erziehungsleitbild ein Zeichen für mangelnde Konfliktlösungskompetenz sein? Ja. Okay, das. Also in Familien, die so autoritär sind, da hat man zu gehorchen, aber es wird wenig diskutiert. Ja. Ja, und Und es fällt schwer, dann zu diskutieren, weil man das so als Auflehnung sieht. Wenn ich anfange, das zu diskutieren, dann kränke ich den anderen oder der Autoritäre fühlt sich hinterfragt und das darf nicht sein. Also dass man hingeht und sagt, die Autorität des Vaters oder der Mutter, die ist unantastbar. Und wenn du verbal die hinterfragst, dann bist du böse und dann kriegst du sofort einen drüber. ja, das ist auch der Kern, also das Kernproblem, das ich mit dem Begriff Loyalitätskonflikt habe, ja. Als mir das vorgeworfen wurde, ich würde meine Kinder in einen Loyalitätskonflikt werfen, weil ich mit ihnen übers Wechselmodell rede, habe ich gedacht, what the fuck ist dieser Loyalitätskonflikt, ja? Bei mir war der Loyalitätskonflikt in dem Sinne immer egal, dass ich von meinen Kindern keine Loyalität verlange, in dem Sinne, dass ich denke, ich bin der alles richtig macht, dem ihr folgen müsst, ja. Ich habe meinen Kindern auch zugestanden, dass sie mich kritisieren. Und schon gar nicht habe ich erwartet, dass sie irgendwie der Mutter gegenüber loyal sein müssen, ja, weil ich ja selber von ihnen diese Form der Loyalität nicht haben will. Und dieser Begriff Loyalitätskonflikt, ich glaube, den kann man auch von zwei unterschiedlichen Seiten anschauen, ja. Ich kann, wenn ich autoritär tick, ja, dann heißt Loyalität, du machst, was ich sage. Wenn ich demokratisch tick, dann heißt Loyalität, Loyalität zu dieser Form des Zusammenseins, ja. Also, zum Beispiel als loyaler Demokrat, ja, sage ich, Wolfgang, du kannst anderer Meinung sein wie ich, ja. Aber ich werde immer dein Recht auf Meinungsfreiheit mit dir verteidigen. Ja? Ich bin loyal zu diesem Beziehungsmuster. Das ist meine Loyalität. Und in Ja, dem aber Sinne bin ich auch loyal zur Mutter meiner Kinder. Ja, wenn ich sage, ich will das Wechselmodell und liebe Kinder, das ist gut für euch. Ja, und wenn ihr das wollt, habt ihr das Recht darauf. Dann ist es ja eine Loyalität der Mutter gegenüber. Weil ich sage, hey, ihr sollt beide Eltern haben, ja, ich stelle mich ja nicht drüber. Aber das, was bei mir als Loyalitätskonflikt konstruiert wurde, ist ja aus der autoritären Perspektive gesehen, dass die sagen, die Kinder sind bei der Mutter, die hat jetzt das Sagen und du hast mit denen nicht über etwas zu reden, was die Mutter nicht will. stimmt, also da bist du reifer, jetzt sagen wir, als deine Ex-Frau. Ja? Dein Loyalitätsbegriff geht einher in einem Werturteil, in dem du sagst, du bist zu einem System loyal. Die
Die Kinder haben aber keine Systemloyalität, sondern eine Personalloyalität. Das heißt, das, was die Mutter sagt, zu denen haben sie loyal zu sein, und das, was der Vater hat, dazu sind sie loyal. Das ist anders. Ist das so nachvollziehbar? Es Du vermischt bist sich ja, weil das Kind. loyal zu den Gedanken der Demokratie. Und dir sind die Personen eigentlich wurscht. Einem Kind ist nicht so weit, dass es sagt, die Demokratie ist mir wichtig, sondern ein Kind geht konkret hin und sagt, Mama ist mir wichtig und Papa ist mir wichtig. Ja, Und genau, aber es. das kannst du nicht vom Kind erwarten. Nee, aber das Kind, das ist ja mit der Familie. Wenn das Kind erlebt, dass es sagen kann, Papa, das war scheiße. Und der Papa sagt, warum? Und das Kind sagt, du hast dies und jenes gemacht. Und sagt der Papa, stimmt, hast recht, das war nicht gut. Ja? Dann erlebt das Kind im Nukleus der Familie die Möglichkeit, seine Meinung zu sagen, den Mächtigeren, ja, die Autorität zu kritisieren, keine Phobie zu entwickeln, ja, sondern mutig für sich einzustehen, auch einer Autorität gegenüber. Und dann ist es was Persönliches. Dann ist Demokratie erlebbar. Wenn du es aber so machst, wie es der BGH will, ja, dass du sagst, okay, die Eltern streiten sich, die sind nicht mehr einig, ja, wir geben das Kind hauptsächlich zu einem Elternteil, dann zerstörst du das. Dann kann das Kind Demokratie nicht mehr erleben, sondern es muss machen, was die Mutter oder was der Vater will. Und wenn der Elternteil, der bevorzugt wird, sich, ich sag's mal salopp, ja, angepisst fühlt vom anderen Elternteil, weil der irgendwas will, ja, zum Beispiel das Wechselmodell, das der herrschende Elternteil nicht will, ja, dann merken die Kinder, dann greift der Staat ein und dann kriegt der diktatorische Elternteil die Macht vom Familienrichter und dann habe ich keine Chance, das zu erleben. Wenn ich das mal darstelle, ne? Also jetzt mal deine Ex und du, ja, so. Dann hat deine Ex-Frau dieses Gefühl, meine Kinder haben mir persönlich gegenüber loyal zu sein. Du hast ein anderes Gefühl, wo du übers Persönliche hinausgehst und wo du sagst, ich möchte, dass die dem demokratischen Modell oder der demokratischen Idee gegenüber loyal sind, ne? So. Wo stellst du dich dann hin? Dahin oder dahin? Es ist ja inklusiv, weil ich Dahin akzeptiere oder ja auch die dahin? Ex-Frau. Dahin oder dahin? Ja, die Werte sind universal. Dahin oder dahin? Ich bin inklusiv. Meine Ex-Frau ist Dahin nicht oder dahin? inklusiv. Jetzt leg dich mal fest. Ich bin inklusiv. Das ist eine Dahin oder andere. dahin? Deine Frau hat dieses Modell nicht. Aber du hast dieses Modell und du vertrittst es. Bist du drüber oder drunter? Ich bin inklusiv, aber sie wird so Bist du drüber empfinden, oder drunter? inklusiv und sie wird so empfinden, dass ich drüber bin. Gut, wenn du drüber bist, ja, dann geh dir hin. Ich kann das nicht. Ich kann dich nicht mehr leiden, weil du ständig auf mir rumhackst. Und die Konsequenz ist, wenn sie sagt, ich will mit dir nicht streiten, weil ich gegen dich nicht ankomme, dass sie sagen, ihr bleibt keine andere Möglichkeit, als mich zurückzuziehen. Und das ist ja das, wo du dann in der Gesellschaft, ja, in der demokratischen Gesellschaft sagst du darfst deine Meinung haben, das ist unser System. Wenn jetzt aber jemand kommt, der Steht es? sagt, In der Gesellschaft ist die eine Seite, aber das geht ja dann ums Individuelle. Hält es deine Frau aus? So. ja, aber da Und kann was ich. kann die sagen, wenn die nicht hingeht und sagt, ich mache auch so? Erst muss sie größer werden und vielleicht über dir stehen und dann auf eine Augenhöhe zu gehen und dann zu kommunizieren darüber und zu sagen, also wenn du inklusiv machst, müsstest du ja auch auf dieser Ebene sein und dann sagen, ich kann auf dieser Ebene kommunizieren. Und wenn das geht, dann denke ich, ist Kommunikation möglich, dann muss man sich auch nicht trennen. Aber das sind unterschiedliche Beziehungsmuster. Es sind völlig unterschiedliche Beziehungs- und Genau. Erziehungsmuster. Und jetzt ist die Frage, wie beurteilt im Grunde genommen ein Gericht die Erziehungsmuster? Also nimmt es sich überhaupt Zeit, darüber nachzudenken oder sagt, das interessiert mich nicht? Also denken die so weitläufiger und sagen,
welche so mal mathematisch Fraktale schaffe ich, die sich dann so addieren? Ja, oder geht es hin und sagt, die sollen sich streiten, kann ich auch nichts dran ändern, wir schaffen einfach eine Ordnung und da ist also der Sicherheitsgebende besser angepasst, weil die Kinder in dem Alter noch nicht sind, der überfordert die, sondern die Kinder müssen erstmal hier reifen und dann können die weitergehen. So. Genau. Und Und dieses dann muss ich ja. Genau. Sicherheit geben ist, die Eltern führen entweder gemeinsam und wenn nicht, dann nur einer. Das heißt, Ja. sobald in dieser Trennungsfamilie ein Elternteil da ist, der es wagt, eine andere Meinung zu haben als der andere und das dann auf Basis der Trennung etwas ist, was dazu führt, dass der eine Elternteil sich wie auch immer benachteiligt fühlt und dann anfängt, die Kinder für sich zu behalten, um gegen den anderen ein Druckmittel zu haben, dann hast du das Problem, dass dieses Autoritäre, Totalitäre reinkommt und dann hast du Familie und Gesellschaft, hast du dann, ja, der BGH sagt dann, okay, wir wollen das Totalitäre in der Familie, das Autoritäre, das ist gut für die Kinder, ja. Kleine Kinder brauchen einen Führer, ja. Im Grunde sagt der BGH, was die deutschen Familien angeht, sind wir noch auf dem Status von 1942, ja. Nichts anderes sagt der BGH. Und ich sage, hey, Moment, ich bin Demokrat, ich erziehe meine Kinder demokratisch, ich verhalte mich demokratisch in der Öffentlichkeit. Hört mal auf mit diesem Quatsch und ändert diese BGH-Rechtsprechung, ja, und guckt mal, ja, Gesetzgeber, dass ihr das Wechselmodell zum Standard macht, weil das ist die demokratische Erziehung. Sandro, da gebe ich dir recht, das habe ich auch an anderer Stelle schon so formuliert, dass ich dich in dem Fall für die demokratischere und weltoffenere Erzieher halte als deine Frau. Bin ich der Meinung und da stehe ich. Ja, also jetzt mal so. Danke, wollte ich jetzt gar nicht hören, aber Die andere Seite, ist nur mal jetzt mal kommunikationstheoretisch betrachtet. Du bist da oben und dann sagst du, dann gehst du auf diese Ebene runter. Diese Ebene hat Konsequenzen. Die hat die Konsequenzen, dass du sagst, ich muss eigentlich das, was ich vertrete, kann ich nicht vertreten. Und dann reagiert dein Körper. Und dann reagiert dein Körper manchmal mit Krankheit. Also mit Neurodermitis, mit Magenbeschwerden, wenn schlimmer ist, mit irgendwelchen anderen Störungen, Colitis ulcerosa oder so. Also das habe ich alles schon erlebt. Ja, und dann gehe ich hin und sage, ich kann dieses Modell nicht drin, weil das macht mich krank. Also müssen wir uns trennen. Ja? Dann kann ich aber hingehen und sagen, du kannst die Krankheit, ja, die der eine macht, die könnt ihr ja nicht teilen. Im Grunde genommen kann die Frau hingehen und sagen, ja, wenn du da oben bist und mir dein Modell so aufzwingst, ich fühle es aufgezwungen, ist er nicht, ja, dann werde ich auch krank. Ja, Und das und kann ich da. nicht lassen. Und dann hast du im Grunde genommen so, also vielleicht meinen die das keine Kommunikation, weil also die Kommunikation so krank macht. Aber jetzt habe ich jetzt so in der Form und was ich bislang von den Freiformen gekriegt habe und von den Gutachten, die ich gelesen habe, von den Jugendämtern, habe ich das jetzt nicht mitgekriegt, dass die so denken. So könnte ich mir das vorstellen. Wenn ich das so sehe, warum man da so reagiert. Und aus der eigenen Familie weiß ich auch, dass da so ein Angehöriger richtig krank geworden ist und gesagt hat, aufgrund der Krankheit kann ich wirklich nicht mehr bei dir bleiben. Ja, und Ja, wenn und man das sie ist. zwingen würde zu bleiben, dann also wäre derjenige vielleicht schon tot. Das waren wirklich also schwierige Dinge, ne? Also ich sehe schon diese Frage mit dem Wechselmodell, ist in der Familie die Frage demokratisch oder autoritär? Und das, was du beschrieben hast anhand meines Falls, ja, und den Gefühlen meiner Ex-Frau, ich bringe jetzt mal diese Parallele, ja. Ich sage jetzt auch nicht, dass meine Ex-Frau Rassistin ist, ja. Es ist jetzt nur auf der Analogieebene zur Gesellschaft, zur Politik. In den Südstaaten der USA
haben ja diejenigen, die Sklaven gehabt haben, ja, die haben sich ja auch bedroht gefühlt von den Staaten in den USA, ja, im Norden, die die Sklaverei abschaffen wollten, weil das ganze Wirtschaftssystem im Süden ja auf der Sklaverei aufgebaut hat. Ja. Das heißt, für jemanden, der eine Farm hatte oder ein Unternehmen, wo Sklaven gearbeitet haben, war das ein zentraler Teil seines Lebens und Wirtschaftens, ja. Er hätte sich sein Leben nicht anders ermöglichen können. Und dann war das eine Bedrohung. Und wir wissen heute, ja, oder damals gab es ja auch schon Menschen, vor allem die Schwarzen wussten das ja schon, ja. Es gibt Werte, die sind universal, nämlich, dass alle Menschen wertvoll sind, würdevoll, ja. Dass jeder die gleichen Rechte haben soll, die natürlichen Rechte der Menschen. Und jetzt kannst du halt sagen, ja, der von den Sklaven profitiert, wird die Einstellung haben, dass Schwarze weniger wert sind als Weiße, ja. Und dann die Nordstaaten haben gesagt, nein, Schwarze sind genauso viel wert wie wir Weißen. Und jetzt kannst du natürlich darüber streiten, wer hat Recht, ja. Und dann hast du eine Ex-Frau, die sagt, nein, die Kinder sollen bei mir sein. Das ist besser, wenn die einen Elternteil haben. Ich sage, nein, die sollen beide haben. Und dann wird natürlich meine Ex-Frau denken, der denkt ja, er weiß es besser, ja. So wie jemand in den Südstaaten gedacht hat, ja, die im Norden denken, sie wissen es besser. Nein, wir erleben die Schwarzen. Das finde ich ein gutes Beispiel, nicht? Wenn man jetzt mal als die Schwarzen darstellt, als die Kinder, nicht? Also das sind die, also die weißen Besitzer sind die Reichen, das ist die Mutter, ja. Und wie wurden denn die Schwarzen erzogen oder wie haben die sich auch erzogen? Weißt du das? Die haben die Kinder auch geprügelt. Aber die haben die Kinder nicht geprügelt im Sinne, dass sie so hingehen und sagen, oh, das tut mir leid und ich habe einen Fehler gemacht. Also die haben die ohne Schuldgefühle geprügelt. Und die haben gesagt, da haben die besser überlebt. Die haben gesagt, wir müssen euch prügeln, damit ihr sozusagen, wenn ihr geprügelt werdet, nicht ausrastet, weil da ist unser Leben in Gefahr. Ja, denn wenn wir gegen die aufrasten, werden wir vielleicht für die ganze Familie ausgerottet oder erschossen oder wer weiß, was man mit denen macht. Also es gab da auch gute Fälle, aber der Trend ist so. Und in der Tat ist es auch so, wenn sozusagen ein Kind unter einer schrecklichen Mutter ist, also sehr streng oder sagen wir emotional instabil oder so, dann übernimmt dieses Kind, um dort zu überleben, den Erziehungsstil der Mutter und passt sich an. Und ich denke, da ist in der Tat ein Vater oder eine Alternative wichtig, die hingeht und sagst, du kannst es auch anders machen. Ja, aber was du dann hast, auch geschichtlich, du hast mörderische Konflikte und um die geht's. Und dann ist der BGH im Grunde diese Gewalt. Ja? Der BGH ist im Ja, Grunde jemand, der ein System erschaffen hat, wo nee, du. der ist nicht die Gewalt. Die Gewalt sind die Eltern. Und der GBH schafft eine Ordnung, wo er hingeht und sagt, unter dieser Ordnung, denke ich, ist die meiste Ruhe. Ja, Der ist nicht die Gewalt. Die was Gewalt ich sind sagen die will, Eltern. ist, ich habe irgendwann gemerkt, das Familiengericht schürt den Konflikt. Ich habe gemerkt, meine Ex-Frau, ja, die wäre lammfromm, wenn das Gericht gesagt hätte, nein, beide Eltern fertig, ja, hätte die sich schön dran gehalten, ja, weil sie eine konforme Staatsbürgerin ist, ja. Ja. Da hält sie sich dran, ja. Aber nein, das Jugendamt, das Gericht, alle haben den Konflikt geschürt. Weil das eben vom System her so aufgebaut ist, wenn ihr es nicht selber hinkriegt, kommen die Stopp. Kinder zu einem Elternteil. Wer ist denn alle? Jugendamt, Verfahrensbeistand, Gutachter. Wer fehlt mir? Richter. Du. Ja klar, am Anfang habe ich Ja, natürlich. aber du erwähnst dich nicht. Also du schürst ja den Konflikt auch. Also Nee, du ich habe könntest ja ja auch gesagt, hingehen ich und habe sagen, ich bin später schwarz. dann, So. Ja? ja, später habe ich dann gemerkt, dass sie den Konflikt schüren. Aber das Grundproblem, ja, das systemische Grundproblem ist die BGH-Entscheidung. Die Ex-Frau hält mir die Kinder vor. Was mache ich in meiner Naivität? Ich denke,
hey, Gleichberechtigung steht in Artikel 3 des Grundgesetzes drin, ja. Und da gibt es noch einen Wechselmodellbeschluss, dass man es gegen die Mutter anwenden kann, ja. Da bin ich in meiner Naivität zum Gericht, habe gedacht, der Staat stellt hier sicher, dass meine Rechte und die der Kinder gesichert werden und die Mutter nicht einfach die Kinder nehmen kann. Pustekuchen, weil der Staat, ja, in Repräsentanz des BGH, hat die autoritäre Erziehungsvorstellung, dass es dann besser ist, dass die Kinder nur einen Elternteil haben. Also kann ich mit meinem Grundgesetz und Demokratie und sonst was und die Kinder brauchen beide Eltern, damit sie sich frei entwickeln können, kann ich mir alles hinten reinstecken, sozusagen, ja, weil der BGH steckt noch in seinen autoritären Erziehungslogik drin. Jetzt hast du das gut beschrieben, wie du da hingekommen bist, dass du also versucht hast, im Grunde genommen auf einer tieferen Ebene das Problem zu lösen. Es geht nicht und du steigst immer weiter auf, bis du dann hingehst und sagst, da ist die Ursache. Hast du recht. Dann kann ich das auch verstehen und dann denke ich, ist dieser Kampf, den du führst, auch so sinnvoll. Ja? Ich unterstütze dich mit einer anderen Motivation. Mir geht es im Grunde genommen darum, dass die Kommunikation zwischen Eltern verbessert wird, damit es den Kindern besser geht. Und dazu müssen sich die Eltern und ihren Streitstil verstehen lernen und auch an sich arbeiten, und zwar so an sich arbeiten, dass sie möglichst nicht mit dem Gericht zu tun haben, denn wenn sie mit dem Gericht zu tun haben, dann herrschen andere Kriterien. Und dann wird es immer Genau, heute komplizierter, als es zumindest. jetzt war. Ja, so. Ja. Und insofern sind wir so, denke ich, auf verschiedenen Wegen, kommen dahin zu sagen, das muss sich was ändern. Das finde ich Genau. schön. Ja, und die Grundlagen müssen einfach durch den Gesetzgeber oder die herrschende Rechtsprechung so geändert werden, dass du zu deinem Ziel kommen kannst. Ja, jeder, der da helfen will, soll nicht gegen Gerichte kämpfen müssen, die in reaktionären Pädagogik drinstecken, sondern es sollen Gerichte sein, die eine demokratische Erziehung unterstützen, damit Leute wie du ihre Arbeit machen können. Das wäre sehr wünschenswert. Und damit du natürlich nicht nur meinen, also jetzt sagst du, machst es für mich, ne? Du machst es ja nicht nur für mich und damit ich meine Arbeit machen kann, sondern du machst es ja auch für dich und die Väter und Mütter, die gerne an der Erziehung ihrer Kinder teilhaben und diese auch in einer gewissen Weise korrigieren können oder besser koordinieren können, damit da gesunde demokratische, also die gesunde Demokraten rauskommen. Ne? So. Genau, Und und ich kann, wenn wir da so beide etwas zu so schaffen auf diesem Weg, wäre das doch gut. nur jeden als Schlusswort in diesem Sinne auffordern, der Ähnliches erlebt, sich bei Freifam zu melden, mitzumachen, zu veröffentlichen, seinen Fall zu veröffentlichen, weil es hat mir geholfen, nicht phobisch zu werden, ja, wie du ja vorhin beschrieben hast, ja, wenn man so einen übermächtigen Elternteil hat, bei uns ist es der autoritär gesinnte BGH mit seiner Wechselmodell Rechtsprechung, einfach rausgehen, erzählen, was da abläuft, dann bleibt man gesund, ja, und wird nicht phobisch. Wolfgang, ganz herzlichen Dank für dieses Interview. Danke Es war dir auch, länger, Claudius. aber ich glaube, es war lohnenswert, sich das mal ganz genau anzuschauen, was da in Deutschland im Familienrecht passiert. Danke dir recht herzlich. Danke auch. Mach's gut. Ciao.